während die ganzen Nachlässe von der DEFA oder vom Fernsehen DDR auch meistens auch überliefert ist, ist halt der nicht staatliche Film, wozu halt auch diese freischaffenden Hören, wesentlich schlechter überliefert. Und deswegen macht es ja so einen diesen Nachlass so wichtig, weil es ja einer dieser wenigen Nachlässe ist, der halt Einblicke gibt in eine Filmproduktion jenseits von der DEFA und dem DFF oder sprich Fernsehen DDR. Und das macht das nochmal besonders wichtig. Ihn hat nicht diese künstliche autorenmäßige angetrieben hat, sondern er wollte einfach nur Filme drehen. Staatsbürgerkunde. Ein Podcast über das Leben in der DDR von Martin Fischer. Folge 95: Dreharbeiten. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Staatsbürgerkunde. Dieses Mal habe ich den Menschen, um dessen Leben es heute gehen soll, nicht persönlich zu Gast, da er bereits 1994 verstorben ist. Das trifft leider mehr und mehr auf viele Zeitzeuginnen, gerade aus den Anfangsjahren der DDR, zu. Umso mehr bemühe ich mich natürlich auch weiterhin, so viele Zeitzeuginnen vors Mikrofon zu bekommen wie möglich. Das soll aber dieser Folge keinen Abbruch tun, denn bei mir ist ein Experte zum Leben des besagten Menschen. Mein Gast ist Dr. Dennis Basaldella. Dennis hat seine Doktorarbeit über das Leben und die Arbeit von Horst Klein geschrieben. Und in dieser Folge steigen wir zusammen ein in die Arbeit eines der wenigen privaten und freien Filmhersteller in der DDR. Aus dem Nachlass von Horst Klein lässt sich vieles über die Film- und vor allem Fernseharbeit während der gesamten DDR-Zeit lernen. Dabei wünsche ich euch viel Freude und Erkenntnisgewinn. Los geht's! Ein Leben für den Film. Das ist der Titel einer Doktorarbeit und eines Buches meines heutigen Gastes, Dennis Basaldella. Hallo, Dennis. Ja, hallo, vielen Dank für die Einladung. Ja, danke für den Hinweis. Du hattest mich angeschrieben mit einem spannenden Thema. Und zwar wollen wir ein bisschen sprechen über die private Filmherstellung in der DDR. Bevor wir gleich erklären, was das ist, vielleicht noch ein, zwei Worte zu dir. Du bist 38 Jahre alt, wohnst in Berlin und ja, bist fast frisch gebackener Doktor der Philosophie mit dieser Arbeit geworden. Das stimmt soweit. Ja, stimmt total. Wie gesagt, also ich habe es dann im September kam ja das Buch raus, was du erwähnt hast, und dadurch bin ich offiziell jetzt Doktor der Philosophie im Fach Medienwissenschaften. Genau, du lebst in Berlin, hast aber in Hamburg die Arbeit geschrieben an der dortigen Uni. Und ja, fangen wir vielleicht mal damit an, wie bist du denn zu diesem Thema gekommen? Also ich hatte es ja gerade schon erwähnt, das Thema private Filmherstellung in der DDR klingt jetzt erstmal ein bisschen sperrig. Du hast es festgemacht an einer Person, Horst Klein. Und ein Begriff, der dann auch immer noch fällt, ist Gebrauchsfilm. Also Horst Klein war ein privater Gebrauchsfilmhersteller aus der DDR. Wie gesagt, klingt jetzt erstmal ein bisschen sperrig. Wie bist du zu diesem Thema gekommen und was verbirgt sich dahinter? Ja, gerne. Ich kann am besten anfangen, kurz mal erzählen, wie ich überhaupt zum Thema Film kam. Ich habe ja von 2001 bis 2003 Filmregie studiert und habe dann danach auch beim Film gearbeitet. Bin dann über München nach Berlin gekommen. Habe dann in Berlin auch gearbeitet beim Film und habe dann 2006 wieder angefangen, in Potsdam zu studieren, europäische Medienwissenschaften im Bachelor. Und das habe ich von 2006 bis 2010 gemacht und dann von 2010 bis 2013 den Master europäische Medienwissenschaften. Und da wiederum gleich zu Beginn im Wintersemester 2011, habe ich ein Seminar gemacht mit dem Herrn Ralf Forster, meinem zukünftigen Kollegen im Filmmuseum. Und er hat damals ein Seminar zum Amateur in der DDR gemacht. Genau, im Rahmen dessen hatte ich dann auch eine kleine Forschungsarbeit geschrieben über einen Amateurfilmer in Potsdam, Karl-Heinz Straßburg. Das habe ich auch damals in Form einer Seminararbeit geschrieben. Und von da bin ich dann Stück für Stück ab 2014 zuerst als freier Mitarbeiter und dann als fester Mitarbeiter im Filmmuseum. Ja, war ich dann tätig. Als 2013 das Studium zu Ende war, habe ich halt auch dann, also das Masterstudium zu Ende war, habe ich dann gedacht, okay, ich würde schon gerne mal promovieren, aber zu einem bestimmten Thema. Und hatte dann ursprünglich gedacht, ich mal was anderes Thema zu machen, weil ich hatte mich ja dann in dieser Arbeit, auch in meiner Masterarbeit und auch später nochmal in der Tätigkeit im Filmmuseum Potsdam, genau, viel mit Amateurfilmen in der DDR befasst. Und dann dachte ich mal, was Neues zu machen, ein anderes Thema, was jetzt nicht mit Amateurfilmen in der DDR zu tun hat.
Und wollte dann ursprünglich, meine Doktorarbeit schreiben zu Berlin im Reisefilm nach 1945 und hätte dann quasi Ende Dezember, November, ja Dezember 2014 in der Kinematik in Berlin ja viel recherchieren müssen, war dann aber halt verhindert dadurch, dass die Kinematik dann schließen musste, weil sie ihre Datenbank neu gestalten mussten. Und deswegen haben wir mich gezwungen, ein neues Thema zu finden. Und durch diese Kontakte zum Filmmuseum Potsdam bin ich halt auf diesen Nachlass von Horst Klein aufmerksam geworden, der halt seit 1994 im Filmmuseum Potsdam liegt und überliefert ist und auch gar mit Findbuch auch auffindbar ist, aber halt noch nicht aufgearbeitet wurde im Sinne von, das ist halt noch nicht darüber gearbeitet worden. Und da diese Freischaffenden, wie du ja schon erwähnt hast, ja schon auch ein bisschen so im roten Faden zu meiner bis dato zum Amateurfilm geforschten Arbeit Tätigkeit ist, dachte ich mir immer ganz spannend. Und ja, und dann so bin ich halt zu diesem Thema gekommen und im Nachhinein bin ich froh, dass ich dazu gekommen bin, weil es halt sehr viel spannende Sachen zutage geführt und also eigentlich mehr durch Zufall bin ich zu diesem Nachlass gekommen und dann zu diesem Thema. Jetzt hast du gerade schon ganz viele Sachen erwähnt. Ich will mal gerade nur eine noch mal rausgreifen. Du hattest dich mit Amateurfilmern in der DDR beschäftigt. Das heißt, das sind Leute, die privat eine Kamera haben und einfach so Heimvideos gedreht haben? Oder was versteht man unter dem Begriff Amateurfilmer? Ja, okay. Also muss auch mehr vorangreifen im Sinne von, also wenn man von Amateurfilm in der DDR spricht, dann ist es ja was anderes als im Westen gewesen. Zum Beispiel, also der Westen war ja mehr richtig die Hobbyfilmer, die sich auch quasi dann in Vereinen getroffen haben und auch da Filme gedreht haben. Aber Amateurfilm in der DDR war halt immer, war immer staatlich geprägt. Also das halt, es gab halt auch sehr, sehr wenige Freie, also im Sinne von Amateurfilmern, die jetzt nicht in einem Amateurfilmverein oder Kollektiv waren, gab es halt sehr, sehr wenige. Und darunter war halt auch Karl-Heinz Straßburg, der einer dieser wenigen Amateurfilmer war, die nicht zwangsläufig immer in Amateurfilmgruppen gearbeitet haben. Aber die meiste Zeit waren diese Amateurfilmer halt auch Teil von diesen Amateurfilmstudios, die wiederum angegliedert waren an die Betriebe und Kombinate in der DDR. Und deswegen ist Amateurfilm, wenn man im Kontext der DDR Amateurfilm spricht, ein bisschen was anderes als im Westen und ist immer so eine staatliche Komponente dabei. Und ich glaube, das ist halt auch dann, aber auch da gibt es eine Bandbreite von politischen Themen in Amateurfilmen, auch wieder total unpolitische Themen. Aber im Großen und Ganzen ist halt Amateurfilm in der DDR nicht vergleichbar mit dem im Westen. Und was wiederum, das, vielleicht mal ein bisschen vorzugreifen, um das vielleicht ein bisschen so ein Missverständnis auch voranzugreifen, dass halt Freischaffende waren ja im Sinne keine Amateure, sie waren ja professionelle Filmhersteller, die halt zum Beispiel auch, vielleicht mit dem heutigen Wort des Freelancers zu vergleichen wären, weil sie gesagt haben, also die haben halt für Auftraggeber Filmproduktionen hergestellt, also sprich Gebrauchsfilme, was du vorhin schon erzählt hast, das heißt also kleine Dokumentationen, Filmbeiträge für Fernsehsendungen oder auch Filme für die Betriebe hergestellt und das ist auch der Unterschied, glaube ich, den man nochmal erwähnen muss, ist halt, dass diese Freischaffenden zwar alle vom Amateurfilm kamen, also sie haben die ersten Schritte im Film beim Amateurfilm gemacht in der DDR, aber halt haben sich dann auch professionalisiert und waren dann eigenständige kleine Firmen, die das produziert haben. Und das ist ja ein großer Unterschied, glaube ich, also Unterschied zu den Amateurfilmern in der DDR, die halt auch sehr professionell waren, weil sie halt auch von den Betrieben viel Technik gestellt haben bekommen. Aber halt eine andere, die waren halt mehr eingebunden in den Betrieb und in die Arbeit des Betriebes, während die Freischaffenden im wahrsten Sinne des Wortes freischaffend waren, weil sie halt meistens mit ein oder zwei Auftraggebern für einen oder zwei Auftraggeber gearbeitet haben. Ich würde gern nochmal auf diesen Begriff Gebrauchsfilm kurz eingehen. Du hast es gerade schon genannt. Ich wollte es nochmal ein bisschen deutlich machen, weil das jetzt gleich auch sehr wichtig sein wird für die Arbeit von Horst Klein. Kann ich mir das so vorstellen, dass das, also heute hat ja jedes Unternehmen, hat ja so einen Unternehmensfilm und den beauftragt es dann bei privaten Filmfirmen. Also da geht man jetzt nicht zum SWR, zur Filmförderung Berlin-Brandenburg und sagt, ich hätte gern einen Unternehmensfilm, sondern das wäre dann tatsächlich sowas, wo dann jemand wie Horst Klein ins Spiel gekommen wäre, der halt einen Unternehmensfilm macht oder ein Produkt vorstellt aus der Firma oder eine Arbeitsweise aus der Firma, was dann ja im besten Sinne PR nach außen ist oder Dokumentation nach innen. Ja, genau, ich denke mal, das trifft ganz gut. Gebrauchsfilm, du hast schon recht, es ist halt mehr, also ein Film, der dafür gemacht ist, um gebraucht zu werden, um etwas
um es darzustellen. Also dieser Werbefilm quasi, dieses klassische, vielleicht auch was man unter, ja, auch sagen kann, der Werbefilm, also quasi die Existenz, also der Film existiert eigentlich nur, weil er in Auftrag gegeben wurde von einem Unternehmen, was natürlich nicht wiederum heißt, dass diese Filme nicht künstlerisch gut sind und wertvoll sind, aber die sind nicht entstanden aus einem künstlerischen Impuls heraus, dass ein Filmemacher eine Idee hat oder ein Drehbuchautor eine Idee hat, sondern sie entstehen, weil sie von einem Betrieb oder einer Firma in Auftrag gegeben worden sind, mit einem bestimmten Zweck, ein Produkt zu bewerben oder etwas zu dokumentieren. Und das ist halt, glaube ich, ja, Gebrauchsfilm ist halt deswegen Gebrauchsfilm, weil er gebraucht wird, um etwas zu machen. Und es halt nicht irgendwie den Sinn eines Kunstwerks hat dahinter. Dann kommen wir mal zurück zu dem, was tatsächlich dann im Nachlass von Horst Klein gefunden wurde. Du hast gerade schon erwähnt, der liegt im Filmmuseum in Potsdam. Genau. Und ja, wie bist du drauf gestoßen? Also natürlich über die Arbeit, aber vielleicht kannst du nochmal den Akt beschreiben, wie du dann wirklich da gesehen hast, was da liegt und was sich da dir für einen Anblick geboten hat. Ja, gerne. Wie gesagt, also ich bin ja dann durch Zufall zu diesem Thema gekommen, weil ich dann mein neues Thema für die Doktorarbeit finden musste. Ja, und durch die Kontakte zum Filmmuseum Potsdam war ich auch sehr gut, also ich habe auch gute Vernetzung gehabt und gute Kollegen da gehabt, die mir auch geholfen haben. Und das halt, und wie gesagt, der Nachlass ist ja quasi offiziell seit 1994, 93, 94 im Filmmuseum Potsdam überliefert halt, weil Horst Klein quasi ja tätig war bis 1990 und dann Anfang der 90er fing er an, sich auch Gedanken darüber zu machen, was mit seinem Nachlass, mit seinem filmischen Werk passieren wird und dann darunter dann halt auch halt sich Gedanken gemacht, wie kann man das doch den nächsten Generationen auch zugänglich machen und dann hat er über Umwege kam dieser ganze Nachlass dann auch zum Filmmuseum Potsdam und wurde angekauft, noch zur Lebzeit angekauft vom Filmmuseum Potsdam. Auch in dem Hintergrund, weil auch die damalige Leiterin des Filmmuseums, ja besser gesagt, der Sammlung des Filmmuseums, hat schon früh erkannt die Wichtigkeit, also diesen kulturellen Schatz in diesem Nachlass entdeckt, gesehen. Und deswegen hat sie halt auch alles darin gesetzt, dass das Filmmuseum diesen Nachlass auch ankauft. Und dann, so landet er noch zu Lebzeiten beim Filmmuseum Potsdam. Und das Interessante ist ja, dass in den ersten Phasen, ersten Monaten quasi dieses Ankaufs, der Anfang 1993 war, arbeitet Klaus Klein noch zusammen mit dem Filmmuseum Potsdam an der Aufarbeitung, an der Katalogisierung, an der Inventarisierung seines immensen Nachlasses, kann ich gleich noch was dazu sagen. Und dann quasi, starb er ja im Januar 94 und trotzdem wurde dann, nach seinem Tod auch ein Findbuch angelegt, dann über mehr Praktikanten und auch Mitarbeiter des Filmmuseums Potsdam haben im Laufe der Jahre auch die Sachen inventarisiert, also sprich dann auch verpackt in Archivtüten verpackt und auch aufgearbeitet, aber halt, es wurde bis dato noch nicht darüber gearbeitet und das ist halt ganz spannend, weil das halt auch so ein, der Nachlass ist sehr, sehr groß, ist ein großer Nachlass, neben Technik, also seiner Technik, die er auch dem Filmmuseum geschenkt hat, sind auch mehrere Filmrollen, also das sind ja 780 Rollen Film- und Schnittarchiv, davon wiederum sind 71 als vollständige Filme gelistet, wiederum vielleicht Klammer zur Ergänzung noch dazu, diese 71 Filme sind nur ein Bruchteil dieser ganzen. Das wollte ich gerade sagen, also das klingt jetzt erstmal viel, 71 genau. Filmrollen, aber das Werk, das Horst Klein hinterlassen hat, ist eine unglaublich hohe Zahl. Du kannst vielleicht mal sagen, wie viele Filme tatsächlich von Horst Klein nachgewiesen er angefertigt hat. Am Ende hat er in der DDR über 891 Film- und Fernsehbeiträge während dieser Zeit der DDR, also von 1946 bis 1990, ja, gedreht und produziert. 891. Das ist eine irrsinnige Zahl. Also mir fehlt jetzt auch der Vergleich, was heute ein Dokumentarfilmer oder ein freischaffender Filmer für einen Output hat. Aber allein die Zeitspanne ist schon mal irre. Also 46 bis 90, also 54 Jahre wirklich ununterbrochen gearbeitet und dann natürlich knapp 900 Filme da entstanden. Irgendwo in deiner Arbeit bin ich auch mal auf die Zahl 922 gestoßen, aber genau. Das waren dann halt auch also alle Filme, die er jemals gemacht hat. Genau. Auch außerhalb seiner Tätigkeit als privater Filmhersteller, also waren auch die Amateurfilme wahrscheinlich mit dabei, ne? Ja, genau. Ich habe ja auch bewusst in meiner Arbeit mich ja nur, also ich habe auch darüber
ja, zum Teil geschrieben, zu dieser Vor-DDR-Zeit, aber halt, klar, also eigentlich sind es viel, viel mehr und dann halt dementsprechend, aber was ich vielleicht noch dazu sagen möchte, ist halt, dass diese, also das ist, klar, es ist definitiv eine immense Zahl, was man auch dann vielleicht auch mal wieder immer in Relation sehen muss, aber ich glaube, das ist halt auch, es ist eine große Anzahl, wie gesagt, aber auch von der Länge. Die sind ja nicht im meisten Abendfülle, es sind auch kurze Beiträge von wenigen Minuten und trotzdem ist es de facto eine Wahnsinnszahl. Und leider sind halt auch, was auch dann wiederum auch dann klar wurde, als ich das dann aufgearbeitet habe, also nochmal mich intensiv befasst habe mit diesem Nachlass, ist das halt, also eigentlich überliefert, richtig. Also die 71 Filme, die ich da vorhin erwähnt habe, sind ja nur ein Bruchteil von diesem Ganzen. Und die wiederum sind auch nur ein Teil, der überliefert ist, weil die sind auch verstreut im Bundesarchiv, im Rundfunkarchiv, Teile ja verstreut auf verschiedene Archive. Und selbst da sind auch nicht alle überliefert, weil ja halt nicht dokumentiert worden, verschollen. Und das ist halt, die Anzahl ist spiegelt nicht unbedingt die Anzahl der effektiven existierenden Rollen wider. Und deswegen ist auch so viele ja verschollene Filme dabei, die halt gedreht worden sind, produziert worden sind, aber dann nicht mehr auffindbar sind. Ja, das ist immer noch eine unglaublich hohe Zahl und auch so kurze Filme muss man natürlich auch erstmal konzipieren, drehen, fertig machen. Also es ist ja nicht so wie heute, dass man da einfach mit dem Smartphone draufhält und dann hat man quasi schon den Film und schnell noch ein bisschen, sondern dieser ganze Produktionsaufwand, da kommen wir jetzt gleich auch noch ein bisschen da drauf, ist natürlich auch ein sehr viel größerer gewesen. Aber ja, kommen wir vielleicht nochmal dazu, du hast jetzt in diesem Nachlass halt 71 Filme gefunden, aber hauptsächlich auch schriftliche Sachen, die eigentlich auch der Grund für deine Arbeit waren, beziehungsweise die Grundlage deiner Arbeit. Ja, stimmt, genau. Also okay, das neben diesen ganzen Filmrollen und auch Tonbändern und auch, genau, also auch Fotos, er hat auch Fotos gemacht von den Dreharbeiten, auch Werkfotos gemacht und Recherchefotos und auch teilweise auch Drehbücher gefunden habe in diesem Nachlass, also von manchen Filmen oder Fernsehproduktionen, die er gemacht hat. Aber ein großer, auch richtiger großer Schatz in diesem Nachlass sind seine Arbeitstagebücher. Die hat er, also die Arbeitstagebücher, in denen er auf sage und schreibe 1827 Seiten, DIN A4 Seiten Arbeitstagebüchern, hatte er seine Arbeit beschrieben. Also seine ganze Tätigkeit, also vom Amateurfilmschaffen bis ja bis Ende 1993 hat er in Text und Bild seine ganzen Arbeiten und fast lückenlos. Es fehlen, glaube ich, zwei Tagebücher, die nicht überliefert sind und die es auch nicht in einer anderen Form gibt. Aber ja, 1827 Seiten sind ein großer Schatz und sind auch eine wichtige Dokumentationsquelle, weil also in der Ausführlichkeit gibt es selten Leute, die so über ihre Arbeit geschrieben haben. Und aus wissenschaftlicher Sicht, wie gesagt, ein Schatz, aber auch ein bisschen so ein Fluch und Segen zugleich, weil es ja eine Reihe von Möglichkeiten bietet, was man noch ja beschreiben könnte und bearbeiten könnte. Und deswegen auch da die Schwierigkeit, diesen schmalen Grat zwischen ist eine immense Informationsquelle plus und ja, und daneben dran muss man sich ein bisschen begrenzen und sagen, ja, das tue ich jetzt nicht dokumentieren oder nicht bearbeiten und trotzdem, es ist und bleibt ein einmaliger Schatz in dem Sinne auch, vielleicht nochmal, um es ein bisschen zu sagen, halt, dass halt, dass auch das ganz wichtig ist, ja, dass halt während die ganzen Nachlässe von der DEFA und vom Fernsehen der DDR auch meistens auch überliefert ist durch die staatlichen Institutionen, wie DEFA-Stiftung oder das Deutsche Rundfunkarchiv in Potsdam, ist halt der nichtstaatliche Film, wozu halt auch diese Freischaffenden hören, nicht also wesentlich schlechter überliefert. Und deswegen macht es ja so einen diesen Nachlass so wichtig, weil es ja einer dieser wenigen Nachlässe ist, der halt Einblicke gibt in eine Filmproduktion jenseits von der DEFA und dem DFF oder sprich Fernsehen DDR. Und das macht es nochmal besonders wichtig. Dann lass uns doch mal so ein bisschen einsteigen in deine Arbeit beziehungsweise auch in die Arbeit von Horst Klein. Du hast gesagt, in deiner Arbeit oder in einer Arbeit über das Werk von Horst Klein kann man ganz viele Richtungen abbiegen. Du hast dich entschieden, sowohl biografisch ein bisschen das Leben von Horst Klein nachzuerzählen, genau, aber halt auch parallel zu schalten mit der Situation für die private Filmherstellung in der DDR und damit aber auch indirekt, so habe ich es beim Lesen aber auch wahrgenommen, so ein bisschen auch in die Film- und Fernsehproduktionslandschaft der DDR, die sich dann geändert hat und ja, Horst Klein gezwungen hat, sich mit ihr zu ändern.
Ich habe versucht, die Arbeit so zu strukturieren, dass ich mich an seinem Lebenslauf orientiere, weil, wie du schon gesagt hast, ist halt klar, ist die Arbeit von ihm eng mit seinem Leben verbunden und auch sich ihm anpassen musste. Und deswegen habe ich halt versucht, die ganze Karriere, die, wenn man die seiner Amateurfilmzeit auch mitrechnet, von 36 bis 1990 dauert, habe ich versucht, sie halt in Phasen zu unterteilen und dann die Grenzen an bestimmten Schnittpunkten festzumachen, wo sich halt entscheidende Dinge geändert haben und dann eine neue Phase begonnen hat. Und deswegen habe ich halt versucht, mich dann anhand von den Lebensereignissen, teilweise, ja, halt auch geschichtlichen Sachen und Ereignissen, halt immer auch seine Karriere zu beleuchten, dann auch seinen biografischen Teil dazu zu beleuchten und nochmal in der dritten Teil pro Phase zu beschreiben, wie dann auch seine Arbeit, welchen Einfluss seine Arbeit wiederum auf die Institutionen gehabt hat, für die er gerade gearbeitet hat. Aber auch nicht nur für die, sondern auch, wie der Einfluss dieser Institutionen, für die er gearbeitet hat, auch auf ihn war. Dann lass uns doch mal beginnen. Du hast gesagt, 1936 beginnt so die filmische Karriere von Horst Klein. Da war er 16 Jahre alt. Er ist 1920 in Luckenwalde geboren. Und ja, wie kommt man denn jetzt von Luckenwalde zu einem filmischen Start mit 16 Jahren? Was war denn da der Antrieb oder was war der Auslöser? Genau, die erste Seite, die allererste Seite seines Tagebuchs. Und da beginnt er quasi mit einer, muss man schon sagen, leicht romantisierten Beschreibung, wie er zum Film kam. Also das Klassische, er beschreibt es auch so, als er im Kino war und dann das Gefühl für den Kino, für den Film halt und dann von Kindesbein an schon eine Affinität oder die Leidenschaft entwickelt hat, Filme zu schneiden oder Filme zu zerschneiden und neu zusammenzusetzen. Und es ist ein bisschen so eine im Nachhinein vielleicht ein bisschen romantisierte und vielleicht auch verklärte quasi Darstellung, wie er zum Film kam. Aber das Spannende ist, also wenn man das mal weglässt, diese vielleicht auch persönliche und romantisierte Vorstellung, wie er zum Film kam oder Beschreibung, wie er zum Film kam, ist ja ganz spannend, dass er halt, ja wie gesagt, am 1. November 1920 im brandenburgischen Luckenwalde geboren wurde und dann dort mit 19, also vorher schon kleine Filme gemacht hat oder auch sich damit auseinandergesetzt hat mit dem Film, aber dann eigentlich 1939 dann die erste Amateurfilmgruppe in Luckenwalde gegründet hat, ja dessen Leiter er auch war und die ersten Amateurfilme und die ersten richtigen professionellen, quasi semi-professionellen Schritte macht er im Rahmen dieser Amateurfilmgruppe, die er auch, wie gesagt, leitet bis 42, bis er dann freiwillig interessanterweise zur Propagandakompanie der Wehrmacht geht, wo er dann als Filmberichterstatter bis 45 tätig ist quasi. Und das ganz Spannende ist, da vielleicht dazu zu erwähnen ist, dass er, okay, die Entscheidung quasi dann zur Propagandakompanie zu gehen und dort als Filmberichterstatter zu arbeiten, eine sehr bewusste war, im Sinne von, weil er dann, klar, der Krieg hat dann durch die Situation ein bisschen verändert, aber dann quasi in dieser Tätigkeit als Filmberichterstatter auch die Möglichkeit sah, seine filmische Tätigkeit weiterzuführen. Das ist ein interessanter Punkt. Das ist mir beim Lesen auch, also habe ich mir tatsächlich auch als Frage notiert hier, da werden wir auch noch öfter drauf kommen, dass diese Aussage von ihm, er wollte eigentlich immer nur Filme machen und hat das Politische immer hinten angestellt. Diese Aussage, die trifft er ja mehrmals und hier kam es für mich so vor, als ob die hier zum ersten Mal so getroffen wird, dass er gesagt hat, okay, er blendet das aus, was im Dritten Reich passiert und ihm geht es eigentlich hauptsächlich darum, dass er da eine Möglichkeit hat, Filme zu machen, also seiner Leidenschaft nachzugehen. Ja. Ist das korrekt, diese Wahrnehmung? Ja, also sag mal, vielleicht muss man ein bisschen voranschicken, ist ja, dass halt quasi, wenn der Wissenschaftler, also jetzt retrospektiv draufschaut, immer ja andere Blickwinkel hat als die Person dann vor Ort. Und das muss man auch immer, glaube ich, vor Augen haben, dass halt, Beispiel, wenn wir zum Beispiel sagen, retrospektiv, warum hat eine bestimmte Person sowas gemacht und nicht das gemacht, dann muss man auch das berücksichtigen, dass halt wir, also der Betrachter von außen in einer anderen Position ist, als jetzt quasi die Person selber. Aber du hast recht, dass diese Phase, also die quasi diese ersten paar Jahre da, damals noch zur NS-Zeit, ist halt, glaube ich, auch prinzipiell sich auch nie diesen moralischen Konflikt, den wir zum Beispiel heute haben, quasi retrospektiv gesehen, auch stellt. Es gibt
eine kleine Moment vor seiner Zeit als Propagandakompanie, da tritt die Hitlerjugend an ihn heran und bittet ihn, einen Auftragsfilm zu machen für die Hitlerjugend, und dann schreibt er in einer Passage seiner Tagebücher halt quasi so eine Art kleine Nicht-Rechtfertigung mal quasi. Hier beschreibt er, dass er sich bewusst war, dass er diesen Film für die Hitlerjugend macht, und am Ende quasi, dass er nicht wegen der politischen Einstellung gemacht hat, sondern es mehr, weil er Film machen wollte. Und das kann man quasi ein bisschen kritisch sehen aus heutiger Sicht, aber auch da muss man auch betrachten, dass halt die Entscheidungen damals andere waren als es heute. Nichtsdestotrotz findet man in seinen Tagebüchern sehr, sehr wenige Kommentare oder Beschreibungen, wie er, also es, ja, zu seiner Meinung zur Politik, sei es zur NS-Zeit oder auch später zu DDR-Zeiten, relativ wenige Kommentare zur Politik. Also Politik generell, auch in späteren Jahren, taucht relativ wenig auf. Nur ab den Mitte der 80er wird man so vermehrt Kommentare quasi über die politische Führungsstil der SED zum Beispiel. Aber im Großen und Ganzen hält er sich da relativ raus aus diesen Diskussionen. Du arbeitest es auch schön raus in deiner Arbeit. Also du nimmst ihn da jetzt nicht in Schutz, sondern stellst halt wirklich auch diesen Konflikt dar und wie er sich dann eben in dem Fall und vielleicht auch in anderen Fällen dann entschieden hat. Weist aber tatsächlich auch darauf hin, dass für die Bewertung der Arbeit, also seiner Arbeit, aus seiner Sicht keine Rolle gespielt hat. Kann man das so sagen? Nee, kann man durchaus sagen. Und ich denke mal, es ist auch wichtig, dass man auch als Wissenschaftler sowieso immer diese kritische Distanz behält. Und ich denke mal, klar, das ist nicht immer leicht, gerade wenn man sich über mehrere Jahre, also ich habe in dieser Arbeit 4 Jahre gearbeitet. Und es ist ja klar, dass man in diesen 4 Jahren auch immer diesen Zwiespalt hat, quasi auf der einen Seite Verständnis natürlich aufbringt, warum manche Leute bestimmte Entscheidungen treffen und warum nicht. Aber im Großen und Ganzen, es ging ja mir darum, nicht eine moralischen, zu kommentieren, warum man das gemacht hat. Man stellt sich natürlich Frage als Mensch und kann es auch erwähnen, aber das sollte jetzt keine weder Beschönigung noch Anschuldigung seiner Arbeit sein. Deswegen ist diese kritische Distanz auch ganz wichtig, gerade wenn es um solche Themen geht, wie gerade eben besprochen. Genau, du sagst ja auch, also dir geht es ja um die private Filmerstellung in der DDR, am Beispiel von Horst Klein, ohne jetzt diese Person moralisch zu überhöhen und zu sagen, okay, hier, das ist der prototypische DDR-Gebrauchtfilmer gewesen. Dann lass uns doch mal von da aus weitergehen. Nachdem er dann bei PK steht für was nochmal? Das war das Propagandakompanie war und da auch in Gefangenschaft geriet 1945, kommt er dann anscheinend wieder frei, denn 1946 beginnt dann auch so die Station in der sowjetischen Besatzungszone und später DDR, die er dann ganz lange innehat, in verschiedenen Tätigkeitsumfeldern. Ja. Genau, wie du schon sagst, also quasi 46, als dann der Krieg zu Ende ist, quasi, ja, beginnt auch für ihn wieder das Filmschaffen. Und das ganz Interessante ist ja, dass ja, als dann im Mai 46 die DEFA gegründet wird, notiert Klein witzigerweise in seinem Tagebuch auch so ein paar Zeilen, dass er halt mit der Gründung der DEFA auch die Hoffnung verbindet, quasi sein Filmschaffen wieder aufzunehmen. Und so kommt er auch quasi dann über einen Freund und Bekannten Hans Paxmann, kommt er dann zum Kultur- und Lehrfilmabteilung der DEFA, und wo er dann ab Juli 46 genau als Kameraassistent von Hans Paxmann arbeitet. Und das ist ganz spannend, weil es ist vielleicht ganz interessant zu erwähnen, dass halt der Dokumentarfilm, also eigentlich vor dem DEFA-Spielfilm gestartet hat, und was wird ja immer so genannt, dass sie, okay, die Mörder sind unter uns, als der erste DEFA-Film, genannt wird quasi, was ja auch de facto stimmt für den Spielfilm, aber ganz spannend ist halt, dass der Dokumentarfilm ein bisschen früher quasi schon gestartet hat und deswegen wahrscheinlich auch Klein dann schnell, also nicht zum Spielfilm gekommen ist, sondern zum Dokumentarfilm, was zum einen wiederum wissen so das wieder gespiegelt hat, was er bis dato auch bei der Propagandakompanie gemacht hat, also reine Dokumentation oder Filmberichte. Aber ich denke mal schon, dass diese Tatsache, dass der Dokumentarfilm früher gestartet hat, auch einen, also nicht unwichtigen Faktor, ja, Grund gespielt hat, warum er dann auch, ja, beim Dokumentarfilm gelandet ist. Und sein Engagement im Krieg hat dann keinen Einfluss gehabt auf die Anstellung bei der DEFA? Nee,
Nee, war jetzt ganz spannend. Also, das war auch da, muss man noch ein bisschen ausholen, weil ist klar, das ist nach dem Krieg war ja alles, also die ganze Filmbranche war ja, lag ja brach. Und das ist halt auch ganz spannend gewesen, was halt auch das halt auch beim Leon Kulturfilm die DEFA ja auch zurückgegriffen hat auf, also jetzt jenseits von Klein, auch auf die einzigen Filmschaffenden, die schon vor dem Krieg in diesem Genre gearbeitet haben. Also es gibt ja zahlreiche Namen, die man nennen könnte, aber quasi das ist halt dieses ganze, es hat schon diese Infrastruktur, die am Boden war und auch die DEFA davon profitiert hat, dass halt noch die Filmschaffenden vor dem Krieg aus diesem Fach Kultur- und Lehrfilmabteilung auch noch da waren und die auch dann defektiv damit gearbeitet haben. Ja. Zeigt auch nochmal schön, dass diese Geschichte, die die DDR ja oft erzählt oder die Staatsführung oft erzählt hat, diese vom Antifaschismus und dass der quasi per Dekret gar nicht, also dass gar kein Faschismus mehr gab in der DDR, dann doch nicht an allen Ecken so gestimmt hat, dass ja auch wie im Westen auch viele Positionen oder manche Positionen dann immer noch mit Leuten auch besetzt waren, die dann eben doch nicht so die lupenreine Weste hatten. Ja, definitiv. Also wie gesagt, da könnte man noch, also es gibt ja auch noch ein Fass ohne Boden, was man da auch aufmachen könnte zu dem Thema. Aber definitiv, sie haben davon profitiert, klar, dass dann noch das kalte Kulturschaffenden da waren. Dann kommen wir mal zurück zu Horst Klein und dem Herrn Paxmann, die sind ja dann ganz lange zusammengeblieben, beziehungsweise waren jetzt erstmal bei der DEFA und haben dort ja Dokumentarfilme gedreht. Klein als Kameramann und Paxmann, was war dessen Rolle? Hans Paxmann war halt Kameramann, während Klein sein Kameraassistent war. Ah, Kameraassistent, halt, okay. Genau. Und die haben zusammengearbeitet, die haben diese zwei Jahre eng zusammengearbeitet, hat bis zum Juni 48, wo sie dann beide die DEFA verlassen haben. Das ist ganz spannend, ich denke mal, das ist ganz spannend, diese ganze, diese Verbindung zwischen den beiden, weil halt Klein Hans Paxmann, also sein Chef sozusagen, mit dem er zusammenarbeitet, halt immer als quasi so Lehrmeister auch angesehen hat. Und Hans Paxmann ist witzigerweise auch der Grund, warum Klein dann zusammen mit ihm im Juni 48 die DEFA verlässt, weil es darum, glaube ich, dann ging um die Vergabe eines wichtigen Posten innerhalb der DEFA, also Kulturabteilung. Und da wurde halt nach Meinung quasi von Klein Hans Paxmann übergangen. Und deswegen halt entschließt er sich mit Hans Paxmann dann freiwillig die DEFA zu verlassen. Und so quasi kommt er ja auch mehr durch Zufall dann in diese, dann die nächste Phase dann seiner Arbeitslebens inhalt diese Position, dass er sich als Freischaffender etablieren muss. Und vielleicht auch ganz wichtig zu erwähnen, dass er quasi bis zu diesem Zeitpunkt ja das Wort Freischaffend ja eigentlich nie in den Mund nimmt. Und es ist ja immer das, ja, wie gesagt, ich habe ja erwähnt, dass er 46 quasi auch ja mit der DEFA, mit der Gründung der DEFA die Hoffnung verbindet, wieder arbeiten zu können. Und das, ich glaube, dass erst mit 48, mit diesem Zufall quasi, sich in seinem Kopf auch der Gedanke reift, auch aus Notwendigkeit Geld zu verdienen zu müssen, als Freischaffender zu etablieren. Und das, ja, das ist ganz wichtig zu erwähnen wahrscheinlich. Wie war denn das Umfeld damals? Also die DEFA war jetzt gerade neu gegründet und ich glaube, das war jetzt auch so für die beiden. Also die haben ja dann auch zusammen noch gearbeitet in so einem Arbeitskollektiv, nannte ich es, glaube ich, wenn ich es richtig erinnere. Ja, genau. Wie war denn das Umfeld? Also die DEFA gab es jetzt, aber gleichzeitig gab es jetzt halt aber auch noch auch schon andere Auftraggeber für die beiden. Also du hattest vom Anfang gesagt, also Unternehmen schon auch, aber so auch staatliche Organisationen, also die FDJ, also die Freie Deutsche Jugend oder genau. auch andere Institutionen, die jetzt eben, also in Anführungszeichen, PR-Filme oder Dokumentationsfilme genau. brauchten. Ich denke mal, ich würde jetzt mal vielleicht mal halb zustimmen in dem Fall, also später ja, in dem Fall ist es natürlich, also die ersten Jahre so 48 bis 52, wo ich ja diese erste Phase nach der DEFA festgemacht habe, ist halt noch diese Phase echt, wo die DEFA dominiert und die ganzen Möglichkeiten zu produzieren halt auch von der DEFA bestimmt werden. Und das ist vielleicht auch dieses entscheidende Faktor für diese erste Phase, dass halt die DEFA schon der Platzhirsch ist in der Filmproduktion in der SBZ, sprich dann ab 49 in der DDR. Das ist halt schon auch für sie, für die beiden, für Hans Paxmann und Horst Klein dann auch zur Schwierigkeit wird, sowas zu produzieren, weil die DEFA ja auch alles bestimmt. Und das ist wahrscheinlich auch dann der Grund quasi, wo sie dann auch da wieder über Kontakte dann halt, weil er damals, muss er sich auch nochmal vor Augen führen, wir reden ja von 48, 49, wo halt es noch keine Mauer gab. Also die Sektorengrenzen waren offen. Man konnte auch zwischen den Sektoren, zwischen den West- und Ostsektoren ja auch passieren und hin und her fahren. Und
Das ist auch wahrscheinlich auch ganz gut so, weil dann kommen Klein und Paxman in Kontakt mit der NBC und MGM, quasi die halt diese amerikanischen Wochenschauen, die halt auch in West-Berlin ja, Büros unterhalten und dann auch mit ihren Wochenschau-Material auch dann ja diese Wochenschau-Materialien drehen und besonders gerade Berlin ja immer schon als Zankapfel der Mächte ist und deswegen Berlin ja sowieso ein zentraler geschichtlicher Ort für die Nachrichten ist und durch diesen Kontakt zu NBC und MGM kommen halt Hans Paxman und Horst Klein in die ja, Gelegenheit, Chance, ja, diese ja, Filmdokumentation, sprich Filmaufnahmen zu machen für diese Wochenschauen. Und das macht Klein bis 52 weiter. Und Klein trennt sich ein paar Jahre vorher nach einem Streit von Hans Paxman und führt dann, wie gesagt, bis 52 diese Tätigkeit als ja, Filmberichterstatter für die amerikanischen Wochenschauen fort. Also Wochenschau, das, was im Kino dann immer vor dem eigentlichen Film kommt, genau. Also so eine Art Nachrichtensendung, als es noch kein Fernsehen gab, liefen die halt im Kino einmal die Woche. Genau, der Vorläufer quasi von den 20 Uhr Nachrichten, was wir so heute kennen, also ja, genau, liefen im Vorfeld von einem Film, das war halt ja, meistens so Berichte, Themenberichte und die liefen halt im Kino und dann halt auch, ja, also quasi der Vorläufer der heutigen Nachrichten. Und ich denke mal, was ich noch zu erwähnen ist halt, dass halt, wie gesagt, die Grenzen ja offen waren und es ja für Westler, also sprich ja, also Westbürger quasi, Westberliner und Amerikaner sowieso zu der Zeit auch schwierig war, in den Osten zu gehen und auch da zu drehen. Und das war vielleicht ein bisschen so der Vorteil auch für Klein, dass er zwischen den Sektoren ja, hin und her fahren konnte und deswegen auch quasi problemlos quasi auch mit seiner Kamera die Ereignisse im Osten, also in Ost-Berlin und in der DDR dokumentieren konnte, ohne dabei aufzufallen. Das war ein bisschen so auch ein guter Punkt, das man auch erwähnen musste, weil er Klein auch in seiner Arbeit, in seinen Tagebüchern ja auch immer erwähnt, dass diese ganze Arbeit, die er für MGM und die NBC macht, ja immer schwarz ist. Also es ist illegal und deswegen ist es ja immer so eine Art ja, Geheimnis, was er macht. Und aber auch da ist es halt schon ja, ein sehr wichtiger Faktor, dass er halt ja, zwischen den Sektorengrenzen ja, hin und her fahren kann und ohne Probleme dann auch ja, die Ereignisse dokumentieren kann, wie zum Beispiel die ersten Wahlen in der DDR oder auch dann die Sicht zur Luftbrücke genau im Osten halt und solche Sachen. Also das sind alles Themen, die halt ein westlicher Filmemacher nicht hätte dokumentieren können so leicht, also ohne weitere Probleme. Also zwei Sachen sind mir jetzt hier aufgefallen. Zum einen beschäftigt hier MGM, also ein US-amerikanisches Unternehmen, und das andere war NBC, sagtest du? Genau. Beschäftigt hier jemanden aus der Ostzone schwarz. Also da vielleicht auch von Seiten der USA, vielleicht auch so eine moralische Frage, die sie dann auch für sich beantwortet haben, anscheinend mit Geld und dem der Möglichkeit, Filmmaterial zu bekommen. Und du sagtest gerade noch, Horst Klein konnte mit seiner Kamera zwischen West und Ost wechseln. Das ist vielleicht auch noch ein spannender Aspekt, zu dem du vielleicht noch was sagen kannst. Er hatte dann ja anscheinend eine eigene Kamera, was wahrscheinlich auch sehr ungewöhnlich war zur damaligen Zeit, so kurz nach dem Krieg. Naja, also er hatte ja vorher, also quasi die Phase zu Beginn, quasi, wo er mit Paxman zusammengearbeitet hat, hat er keine eigene Kamera gehabt, weil Paxman eine Kamera hatte und die dann diese ersten Filmberichte für MGM und NBC mit der Kamera von Hans Paxman gedreht haben. Und dann, als die beiden sich trennen, gibt der Kontaktmann von Horst Klein bei der NBC und MGM, gibt ihm dann eine 16mm Kamera, eine kleine 16mm Kamera, mit der er halt quasi dann auch halt, auch wie gesagt, wie du schon sagst, sehr problemlos, weil sie auch sehr klein und handlich ist, zwischen den Sektoren, Grenzen hin und her, fahren kann. Seine erste Kamera an sich, die bekommt er viel, viel später, erst in den 50er Jahren, da kann ich ja nachher nochmal kurz drauf eingehen. Also seine erste richtige. Genau. Also das ist jetzt so eine Schmalspurkamera gewesen, oder? Genau, ja. Okay. Gut. Aus dieser Zusammenarbeit mit NBC und MGM, da entwickelt sich jetzt tatsächlich auch so eine, ja, so eine gute Einnahmequelle für ihn. Ich glaube, parallel schreibst du, arbeitet er, macht er noch Fotos, was dann irgendwie genau. Auch sehr lukrativ ist. Also dieses Fotografiegeschäft bleibt so zumindest in der im Metier, aber eigentlich will er natürlich Filme drehen und das klappt jetzt auch ganz gut. Wie geht's denn dann weiter? Also er ist jetzt ja schon mit einem Fuß so halb im Westen
bietet sich jetzt eigentlich an, dass er das intensiviert. Ich meine, für MGM oder NBC zu arbeiten, klingt ja erstmal lukrativ. Ja, genau. Das, also, wie du schon sagst, es ist auch finanziell für ihn lukrativ und dann so gemessen, wenn man dann auch dann sieht, wenn man dann durch die Arbeit geht und auch dann merkt, also witzigerweise nennt Klein ja auch nie irgendwie nur an einer Stelle zu diesem besagten Fotografietechnik und Tätigkeit, die du erwähnt hast, nennt er Zahlen im Großen und Ganzen, nennt er keine Zahlen, aber nichtsdestotrotz ist diese Tätigkeit beim Film total lukrativ für ihn. Und klar, es stimmt schon, der erste Kontakt zum Westen ist da. Interessanterweise rät ihm sein Kontakt bei NBC und MGM, der Gary Stint heißt der. Genau, den Namen erinnere ich mich auch noch. Der wiederum rät ihm 1950 sogar schon quasi in den Westen zu gehen und bietet ihm an, bei seinem Vater, also der Vater von Gary Stint, in München als Kameramann zu arbeiten. Auch da lehnt quasi dieses Angebot ab und bleibt dann im Westen. Bleibt dann im Osten quasi und lädt es ab, in den Westen zu gehen, weil er glaubt, im Osten seine Karriere zu verwirklichen zu können und sein Modell von freischaffender Tätigkeit verwirklichen zu können. Und nichtsdestotrotz ist es ja quasi auch dann eine ganz entscheidende Knackpunkt quasi in seiner Karriere, wo sich dann endgültig entscheidet, wo er bleibt, also wo er im Osten oder Westen bleibt, ist dann quasi in den 53, 57 ist diese Phase, wo ich dann auch eine neue Phase, eine Schaffensphase aufmache, halt, weil da ändert sich für Klein sehr, sehr viel. Genau, weil 1953, genau, also trifft sich zum ersten Mal Klein mit einem Mitarbeiter des damaligen Fernsehens in der DDR, der ihn kontaktiert und fragt, ob er dem Fernsehen seine Kamera leihen könnte. Und dann ist natürlich klar, ich glaube, Klein besitzt zwar eine Kamera, aber das ist die Kamera von der NBC und der kann er nicht hergeben. Und dadurch ist er gleich sehr früh, also im Juli 1953, schon erster Kontakt zum damals noch relativ sehr jungen Fernsehen der DDR hergestellt, weil das Fernsehen, also das Versuchsprogramm des Fernsehens beginnt ja erst am 20. Dezember 1952. Und quasi, kurz danach ist der erste Kontakt von Klein zum Fernsehen schon da. Und im Nachgang zu diesen Kontaktaufnahme von dessen Mitarbeiter Klein wegen der Kamera produziert er schon im September 1953 seinen ersten Fernsehbeitrag für das fürs DDR-Fernsehen. Also war er einer der Pioniere quasi des DDR-Fernsehens sozusagen. Ja, genau. Und das ist auch ganz wichtig, um mal kurz mal zurückzugreifen zu dem Thema, was ich vorhin angesprochen habe, mit der Überlieferungslage dieser Filme. Wir reden hier von der Frühzeit des Kinos, sprich des Fernsehens in dem Fall, wo halt auch dann dementsprechend also nicht aufgezeichnet worden ist. Die ganzen Sendungen von damals sind verschwunden, weil sie nicht aufgezeichnet worden sind. Und deswegen ist halt auch, sind auch die frühen Werke oder frühen Filmbeiträge von Horst Klein beim Fernsehen auch nicht mehr auffindbar. Das ist vielleicht noch als kleine Fußnote dazu. Da habe ich mir ja auch noch eine Notiz gemacht, weil du am Anfang gesagt hattest, das Fernseharchiv, also vom DFF, ist eigentlich überliefert, aber nicht das von den Freischaffenden. Ist das, habe ich mir das so korrekt gemerkt, beziehungsweise wie ist denn das zu erklären? Also das Fernsehen hat viel archiviert, aber eher die Sachen, die es dann selber gedreht und hergestellt hat, aber nicht das, was von außen kam? Naja, das kann man jetzt nicht ganz so sagen. Also im Prinzip ist ja so, das ist ja eigentlich, du musst ja sowas dokumentieren, musst du es auch, also behalten und archivieren, muss ja auch das Bewusstsein in dieser Institution da sein, dass es halt wichtig ist zu archivieren. Und denk mal, auch im Westen war das genauso, dass halt die in den Frühjahren des Fernsehens es halt noch nicht so, also ja so gegenwärtig war, dass man das auch für die Zukunft aufheben muss. Und deswegen wurden die einfach quasi, um es mal sozusagen, in den Äther reingesendet und dann halt nicht mehr, also die gibt es halt nicht mehr. Wenn halt das Original Filmmaterial nicht mehr da ist, dann sind halt die Sendungen, so wie sie ausgestrahlt worden sind, verschwunden, also im großen Fall. Das ist halt, weil ich denke mal, die haben jetzt, also ich glaube, dass die Unterscheidung zwischen Zuliefererermaterial oder von Freischaffenden oder von Externen, jetzt, die haben da keine Unterscheidung gemacht. Das war einfach nur das der zentrale Punkt, dieser Bewusstsein ist, dass halt eine Institution erstmal sich gewahr werden muss, dass es halt wichtig ist, Sachen zu bewahren und aufzuzeigen und auch dementsprechend, und ich weiß nicht, ab wann das war, aber das muss erstmal in das Bewusstsein dieser Institution rein und dann sind die auch überliefert.
auch da im Idealfall nicht immer überliefert, aber halt im Idealfall ist es schon, dass halt, wenn das Bewusstsein eintritt, auch dann ja dokumentiert wird, was ja ausgestrahlt wird. Okay, ich würde mal noch auf einen Punkt kurz zurückkommen. Du sagtest, er wollte dann nicht in den Westen gehen, weil er sich ausgerechnet hat, er kann im Osten ja seiner Filmdrehleidenschaft oder seiner Ambition, viele Filme zu drehen oder ja da tätig zu sein, mehr nachgehen. Das erschien mir schon sehr mutig, wo ich das gehört habe, weil er hat jetzt ja quasi einen sehr guten Draht gehabt zu diesem Herrn Stint und den Nachrichten-Networks da. Und du hast es ja gesagt, durch die Dominanz der DEFA gab es jetzt für ihn auch erstmal keine Alternative im Osten. Fiel das dann wirklich so genau zusammen mit der Gründung des Fernsehens und hat er sich da schon so ein bisschen was ausgerechnet oder hat er da auch einfach gepokert und gehofft? Also ich vermute, es war ein bisschen, also gepokert und gehofft ist, trifft es vielleicht ganz gut, weil ich denke mal, das, was man auch immer ich, vor Augen führen muss, ist, dass der Klein immer, also früh schon eine sehr konkrete Vorstellung von freischaffender Tätigkeit hatte, also was er sich darunter vorgestellt hat. Und das wollte er auch ja realisieren. Und in den ersten Jahren, also wo halt auch das Fernsehen ja dringend Filmbeiträge braucht, weil die Infrastruktur des Fernsehens auch noch nicht ganz da ist und nicht etabliert ist, auch da, deswegen ist er, braucht das Fernsehen ja viel, also relativ viel Material gleich zu Beginn, weil sie die eigene Infrastruktur noch nicht da ist. Deswegen ist es ganz praktisch, dass halt Klein da quasi auch, ja, sag mal, ein bisschen mehr so als, auch nicht dazu, auch bewusst teilweise dann im Fernsehen und so eine Möglichkeit sieht, um sich zu etablieren, um seine freischaffende Tätigkeit durchzupeitschen oder zu realisieren, um es genau zu sein. Das ist halt, genau, das klappt so in den ersten Jahren des Fernsehens und dann quasi merkt er quasi, dass es halt unter den Umständen ist es schwer, seine Vorstellung zu realisieren. Und deswegen geht er dann im Juni 57 nach Hamburg und auf Einladung der Böhner Film, also Klammer auf, die Böhner Filme ist eine Filmproduktion, die auch in Dresden war und auch in Hamburg und in einem anderen Standort in Deutschland. Und das Studio, also der Standort in Dresden, wurde auch von der DEFA übernommen, zwangsübernommen, und deswegen halt war die Böhner Film nur noch im Westen tätig. Und durch diesen Kontakt mit der Böhner Film kam er nach Hamburg und ging im Juni 57 nach Hamburg, um sich da zu bewerben, quasi beim Nord- und Westdeutschen Rundfunkverband sich zu bewerben, was der Vorgänger des Fernsehsender war, das NDR, des Norddeutschen Rundfunks und des WDRs, des Westdeutschen Rundfunks. Und da halt ging er hin und sich bewerben bei diesen Vorgänger vom WDR und NDR, weil er gehört hat, dass im Westen der Ruhm der DDR-Filmemacher, ja, Film- und Kameramänner aus der DDR halt gut war. Und deswegen dachte er, dass er das da mitnehmen konnte und sich dann bewerben konnte, Chancen nicht ausgemalt hat, im Westen zu arbeiten. Und dann ist Klein ein paar Tage in Hamburg, das dokumentierte auch in Wort und Bild und auch Bilder aus Hamburg von Hafenrundfahrt und so weiter. Und das ist ganz spannend. Und und dann halt kehrt er leider dann unverrichteter Dinge zurück, weil er auch da, also quasi, also nicht so zu Ende gegangen ist, wie er sich auch genau dachte und erhofft und erträumt hat, ja. Was hat denn da nicht gepasst für ihn? Also was hat er denn gedacht, was im Osten besser sei? Also ich denke mal schon, also dass der erste Grund dieser vorauseilende Ruhm quasi von den Ostkameramännern und Ostregisseuren im Westen war, aber halt am Ende quasi, glaube ich, der entscheidende Punkt war, was auch das Kleine selbst schreibt, ist, dass teils ein bisschen nicht nette und sehr schmeichelhafte Verhalten der westdeutschen Kollegen gegenüber den ostdeutschen Filmemachern. Und das ist vielleicht ein entscheidender Grund, warum man sich auch dann wiederum nach Osten orientiert und dann quasi nach diesem missglückten Bewerbungsversuch in Hamburg im Westen dann entscheidet, trotz aller Widrigkeiten und aller Probleme, die dann noch kommen werden oder halt auch vorher schon sah, sich dann versuchen, im Osten, in der DDR, dann durchzusetzen. Und das ist ganz, ganz wichtig halt, weil dann 4 Jahre später ist ja die Mauer, dann ist ja der endgültige Schnitt quasi zum Westen gemacht worden.
Und das war definitiv die letzte Chance, wo er halt hätte in den Westen rübergehen können. Aber das klingt jetzt für mich gar nicht so, als ob er das unbedingt wollte. Also wenn er jetzt tatsächlich, also das, was man vorhin schon besprochen hat, dass er wirklich so ein Mensch ist, der bewusst oder unbewusst das Politische für sich immer ausblendet, sondern wirklich sich rein an seine Arbeit definiert. Also er hätte ja jetzt wirklich mehrmals die Möglichkeit gehabt, in den Westen zu gehen, und wenn er das gewollt hätte, wäre es sicher auch möglich gewesen. Klar, er hätte vielleicht den ein oder anderen Abstrich machen müssen, weil er ein Anstellungsverhältnis beim Rundfunk gehen hätte müssen oder für die amerikanischen Firmen arbeiten müssen, aber die Chancen hätte es ja gegeben, aber es war für ihn anscheinend nie wichtig. Nee, also das war also nicht wichtig, aber weiß ja immer, es, wie gesagt, klingt total jetzt banal und simpel, wenn man so sagt, aber für ihn war halt einfach nur wichtig, dass er seiner filmischen Tätigkeit nachgehen konnte und halt, wie gesagt, im Osten damals, nicht so freischaffend tätig sein konnte, wer sich es vorgestellt hat, und dann halt im Westen dachte, dass er das dann so realisieren kann. Und das, ich denke mal, es ist schwer zu trennen zwischen der Gedanke quasi, dass alles politisch hinterfragt werden muss, aber ich denke mal, bei ihm ist es schon sehr pragmatisch gedacht, im Sinne von, ich kann jetzt quasi nicht meine Tätigkeit, also wie ich sie mir vorstelle, im Osten zu machen und realisieren, deswegen versuche ich im Westen, und dann, wenn es dann, und da es dann doch scheitert, dann zusätzlich damit zufriedenstellen, dass es halt doch im Osten sein wird, und die Jahre später zeigen ja, dass er auch schafft, das durchzusetzen oder dann quasi so zu arbeiten, wie er sich es vorstellt. Das ist ganz spannend, das ist ja trotz aller Widrigkeiten und trotzdem der politischen Situation dann doch schafft, am Ende quasi seine Vorstellung von freischaffender Tätigkeit durchzusetzen. Wie sah die denn aus? Also wann hat er die denn erreicht aus deiner Sicht? Also ich denke mal, vielleicht noch zu erwähnen ist halt, dass die 50er Jahre, also neben diesen politischen und also wichtigen Momenten auch für ihn halt, wo er auch dann sich entscheidet, im Osten zu bleiben, auch aus technischer Sicht wichtig sind, weil die 50er Jahre sind die Zeit, wo er auch Schritt für Schritt ab 1953 dann konsequent immer wieder neue Technik ankauft. Beispiel kauft er sich 53, genau, die AK-16, das ist die erste Amateurfilmkamera für 16 mm, im September 52 in Leipzig vorgestellt worden ist, und das war die erste Amateurfilmkamera, die halt auch am Markt verfügbar war. Und die kauft er sich wenige Monate nach dem Erscheinen quasi in Leipzig. Und das ist so der erste Schritt quasi zu einer unabhängigen Produktionsinfrastruktur. Und die baut er in den nächsten Jahren dann immer weiter auch aus. Und bis er dann auch zum Beispiel 55 sein Film, kleines Schnitt- und Tonstudio schafft und einrichtet, wo er dann bis 1994 auch arbeitet. Und das sind die Vorboten quasi, diese Grundlage, die er dann auch schafft in den 50ern für die nächste Phase, so ab 58, wo er dann dauerhaft fürs Fernsehen arbeitet. Und das Spannende wahrscheinlich ist, dass halt diese Phase auch die produktivste ist, weil Oktober 58 gründet er halt auch eine Produktionsgruppe, das Fernsehfilmproduktionskollektiv Berlin, wo sie halt zu viert, er und drei andere, dauerhaft als autarke Filmproduktions- oder Produktionsinfrastruktur innerhalb des Fernsehens zahlreiche Fernsehproduktionen und produzieren für das Fernsehen. Und denk mal, das ein wichtiger Punkt dabei ist echt halt, dass er das halt Klein, der halt diese ganze Technik in dieses Produktionskollektiv reinliefert, quasi durch diese Technik auch diese Unabhängigkeit geschaffen hat. Und deswegen, das ist so dieser wichtige Punkt, dass er halt auch immer zwar Teil einer Institution haben oder für eine Institution dauerhaft arbeiten wollte, wie fürs Fernsehen, aber halt dabei immer seine Eigenständigkeit behalten wollte. Und das ist so, das ist ganz spannend, weil er es auch schafft, durch diese Produktionsgruppe diese Situation herbeizuführen, dass halt dieses Fernsehkollektiv, Fernsehfilmproduktionskollektiv Berlin produziert ja in diesen fast 10 Jahren seiner Existenz, produziert dieses Kollektiv ja 262 Fernsehbeiträge für das Fernsehen. Und diese große Stärke quasi auch, was auch sehr genutzt worden ist vom Fernsehen, ist diese autarke
Möglichkeit, dass die ja flexibel sind, in einer kleinen Gruppe arbeiten können und losgelöst arbeiten können von diesen, von den Infrastrukturen des Fernsehens. Und deswegen sind sie in diesen ganzen Jahren auch eine sehr gesehene Produktionsfirma, die das Fernsehen auch oft in Anspruch nimmt, wenn es halt auch geht darum. Du hast ja gesagt, losgelöst von den Strukturen, das ist natürlich, das klingt jetzt schon so, und das arbeitest in deiner Arbeit ja auch heraus, dass die Fernsehschaffenden dann wahrscheinlich auch gemerkt haben, mit der kleinen schlagkräftigen Gruppe kommen wir dann irgendwie schneller zu den Filmen, als wenn wir jetzt hier unseren riesen Apparat anwerfen. Genau. Und dazu noch zu einem günstigeren Preis. Das war, glaube ich, auch ein Faktor, genau, dass die halt relativ günstig arbeiten konnten, eben auch, weil sie die Technik hatten. Und dann nicht noch was anmieten mussten oder was vom Fernsehen gestellt bekommen mussten. Aber diese zwei Faktoren, die waren, glaube ich, auch ausschlaggebend für diesen enormen Output und die enorme Beauftragung auch durchs Fernsehen. Genau, weil immer schon der Faktor, also wie gesagt, selbst wenn es klein ist, in der ganzen Zeit also nur Geld und monetäre Faktoren nur am Rande erwähnt, aber ich denke schon, es wird auch in der Arbeit erwähnt, teilweise ist halt schon dieser finanzielle Faktor schon damit ja reingespielt hat, dass halt die Auftragsarbeiten nach außen gegeben worden sind. Das ist ganz spannend, weil es ist auch ein bisschen so entgegen diesem Bild quasi, im Sinne von der Staat oder die Institution schaut auf alles drauf, mit Argusaugen drauf schaut und kontrolliert alles, haben sie auch gemacht, aber halt das Spannende ist ja echt, dass durch diese selbstständige Arbeit, diese Produktionsgruppe um Klein, ja, die haben ja alles übernommen, die haben zum Beispiel vom Fernseher eine Idee bekommen, also das Thema bekommen, und dann haben sie halt auch das Drehbuch oder das Filmkonzept, das Drehkonzept entwickelt, gedreht und auch da nochmal geschnitten. Ein wichtiger Faktor ist halt die Eigenständigkeit, und deswegen, weil dieses kleine Produktionsteam um Klein ja die ganzen Schritte vom Drehbuch bis über den Dreh selbst, bis zum Schnitt auch alles selbst gemacht, und das hat diese Stärke ausgemacht. Und es gibt zu Beginn dieser Phase, genau 58, die von 58 bis 69 dauert, mit diesem Produktionskollektiv, ist halt auch ganz spannend, weil zu Beginn dieser Jahre produzieren sie auch Fernsehbeiträge, wo es um Produktion, um technische Produktion geht, also weil halt das Fernsehen damals versucht, auch über das Fernsehen Leute zu bilden, also technischen Berufen weiterzubilden, und dann produzieren die quasi auch Beiträge für diese Sendungen, diese mehreren Sendungen, die es im DDR-Fernsehen zu dieser Zeit gibt. Und es gibt auch ein paar Sendungen, wo halt auch neben Filmbeiträgen auch eine Live-Situation im Studio ist. Und selbst diese Live-Situation übernimmt der Regisseur von diesem Kollektiv und kümmert sich dann während dieser Live-Phase des Fernsehbeitrags auch um die Kameras und die Kamerapositionen im Studio. Und man kann das ganz spannend im Nachlass von Klein sehen, denn da sind auch ein paar Mal solche Pläne überliefert, wo das Kollektiv auch so eine Art Kameraplan entwickelt hat, wo dann während diesem Live-Studio-Teil dann die Kamera stehen. So, und das ist ganz spannend, weil die von A bis Z alles quasi übernehmen. Und das ist halt auch diese Stärke auch von diesem Kollektiv in diesen Jahren. Was würdest du denn sagen, war denn die Rolle von Klein in diesem Kollektiv? Also er wird ja, das steht, glaube ich, bei dir auch an mehreren Stellen, dass er immer nur Kameramann war, offiziell. Oder es ist sehr, sehr oft als solcher genannt wird. Eigentlich aber auch Kameraregisseur war oder Produktionsleiter. Das ist, glaube ich, so das, was es am ehesten trifft. Genau. Weil er dann doch irgendwie die Fäden in der Hand hatte, Drehbücher mitgeschrieben hat, die ganze Organisation gemacht hat, also den ganzen Dreh quasi verantwortet hat. War er dann auch Erster untergleichen in diesem Kollektiv oder waren die quasi alle so 1000 Sassas? Ich denke mal, das ist halt schon, also gerade das Spannende ist ja, das auch nochmal vielleicht zurückzukommen zu diesem Begriff von Freischaffen, ist ja das halt schon, also ein wichtiger Faktor quasi von Freischaffen ist ja, dass ja nicht nur also die Filmherstellung selber, sondern auch, dass diese Freischaffen auch diese Infrastruktur mit sich reinbrachten. Also sie hatten ja die Infrastruktur und das Manpower und die technische Power. Und das ist halt auch ein entscheidender Faktor, dass halt von diesen ganzen vier Leuten bei diesem Kollektiv war halt Klein was man definitiv als Freischaffenden bezeichnen könnte, weil er halt klar die Rolle des Kameramanns übernommen hat in den meisten Teilen, aber er halt schon ein bisschen so der zentrale Person dieses Kollektivs war, um halt auch die ganze Produktion mitgestemmt hat durch seine Technik und auch dann Produktionsleiter, glaube ich, Produzent quasi trifft es ganz gut, weil die ganze Struktur, die hinter dieser
dieses Kollektiv steht, ist ja von ihm. Und deswegen ist halt er schon zwar de facto betraut mit der Kamera und auch Regiekameramann ab und zu mal. Aber im Großen und Ganzen ist halt das Produktionsleiter, Produzent im weitesten Sinne schon, das schon eher umschreibt, was er in diesem Kollektiv gemacht hat und auch die Rolle von ihm. Und deswegen ist es auch, also ich habe jetzt keine Belege dafür gefunden, aber quasi dann, dass halt, also als dann zum Jahr 68 Klein das Kollektiv verlässt, dann glaube ich dann auch, das Kollektiv dann nicht mehr existiert, weil mit ihm geht ja auch dann am Ende diese ganze technische Infrastruktur. Die nimmt er dann mit wohin? Genau, also dann fängt er 1970 an beim Telespiegel. Also Telespiegel ist ja quasi das quasi Pendant zu den 1000 Teletipps. Also wir sprechen hier vom Werbefernsehen des genau, Fernsehens. Also genau, die 1000 Teletipps waren quasi die Werbesendung im DDR-Fernsehen und Telespiegel war sowas Ähnliches, sagst du? Ja, also während die 1000 Teletipps, also quasi die Werbeschiene quasi war für die Produktwerbung sozusagen, also für die Produkte, in der DDR produziert worden sind, war der Telespiegel halt, präsentierte der Telespiegel nicht Produkte, also nicht Werbeprodukte oder genau einfach Dinge, die man kaufen konnte, sondern die Arbeit der verschiedenen Betriebe und Kombinate. Deswegen halt auch Werbung für die Kombinate. Ah, okay, also er blieb quasi in seinem Metier des Industriegebrauchtfilms, aber jetzt halt auf einer, doch eher PR-Schiene fürs Fernsehen. Genau. Und das ist ganz spannend, vielleicht nochmal das zu erwähnen, ist halt, dass quasi bis davor, bis 69, ja eher dieses, ich sag's immer so, ich habe es ja beschrieben, in der Arbeit als festes, freies Berufsverhältnis mehr im Fernsehen hatte, dass er halt schon mit dem Kollektiv ja das realisieren konnte, was er haben wollte, also das eingebunden sein im Fernsehen und trotz eigenständig sein durch diese Produktionsinfrastruktur. Und jetzt ist so die Phase, wo er quasi auch dann eigentlich de facto in einer Festanstellung ist, aber interessanterweise immer noch es schafft, sich die Eigenständigkeit zu behalten und dann auch erst de facto noch im Vertrag fest angestellt beim Telespiegel als fester Kameramann, aber trotzdem de facto ist die Arbeit, die er macht, immer noch zu vergleichen mit einem Freischaffenden und das ist ganz spannend, dass er trotz dieser Festanstellung immer noch schafft, sich da als Freischaffender und fester Freier, um es mal genau zu sein, zu bleiben und auch weiter zu arbeiten. Das ist ganz spannend. War er dann angestellt beim Fernsehen oder war er dann quasi nur zu 100% beauftragt vom Fernsehen? Die Verträge, also die es auch überliefert sind, im Nachlass, die zeigen schon halt, dass er fest angestellt war. Zu der Zeit hatte er auch Klein durch seine lange Tätigkeit auch einen gewissen Ruhm oder Namen quasi beim Fernsehen. Und deswegen konnte er auch quasi dann trotz dieser de facto vertraglichen Festanstellung und nicht hundertprozentige Zuarbeiter, sondern Festanstellung halt, konnte er sich auch bestimmte Freiheiten rausnehmen und trotz Festanstellung immer noch frei agieren und freier als manch anderer, glaube ich. Und deswegen gibt es auch Phasen, wo er halt auch dann auch also nicht nur Kameramann ist, sondern es auch bei den ersten Produktionsphasen, also der Konzeption, des inhaltlichen Konzeption auch schon dabei ist. Und das ist eigentlich ein sehr spannender Aspekt, weil es genau das zeigt, dass er auch trotz dieser Änderung des Berufsstatuses weiterhin seine Vision von freischaffender Tätigkeit weiterhin durchsetzen kann und auch leben kann. Ist jetzt vielleicht ein bisschen Spekulation, aber was ist denn so dein Eindruck, wie das die Verantwortlichen im Sender so wahrgenommen haben? Haben die schon damit gerechnet, dass Klein das eh alles macht oder das Kollektiv und dann später dann Klein selber eh alles macht? Oder waren die dann auch so ein bisschen perplex, als er dann mit einem fertigen Drehplan dastand? Ja, also ich denke schon, dass sie das auch bewusst gemacht haben. Die wussten ja, was er kann und wie er arbeitet. Und ich denke mal schon, dass es halt ein sehr gern gesehene Situation war für die. Wie gesagt, die haben davon profitiert, jahrelang. Und ich denke mal, das ist halt, sie wussten ja, was sie an ihm haben. Und das ist auch dann so, auch dann gesagt, auch ihn halt schalten und walten lassen. Also das hat schon, aber wie gesagt, das ist ja alles, glaube ich, auch dadurch bedingt, dass sie ihn vorher schon kannten und das hat auch, dass er kein Neuling mehr war. Und das hat schon, also es kam ihnen nur zugute, diese Art und Weise, wie Klein auch gearbeitet hat. Wie lange ging denn die Arbeit beim Telespiegel dann? Du hast gesagt, also oder wann begann sie und wie lange ging sie? Beim Telespiegel an sich arbeitete Klein ja von 1970 bis 75 und auch diese Zeit war relativ sehr produktiv. Zum Beispiel hier produzierte er nach 114 Arbeiten für das Fernsehen und diese Tätigkeit endete dann 75 mit dem Abschalten, also mit dem Ende des Werbefernsehens und damit auch des Sendeformats des Telespiegels.
Wurde das tatsächlich als Werbefernsehen verkauft oder war das eingebettet in so einen redaktionellen Sendeplan? Weil die Teletipps waren ja schon offensichtlich erkennbar als Werbung. Genau. Der Telespiegel hatte ja schon noch so einen dokumentarischen Anstrich. Ja und nein. Also ich denke, also klar, das ganze, okay, der Dach, diese Dachstruktur war ja, das hieß ja Werbefernsehen der DDR und die waren ja der Telespiegel, trotz dieses auf den ersten Blick nicht werbemäßigen Kontext, aber das, die Jahrtausend-Teletipps, die haben ja echt ja, Produkte beworben, die man auch kaufen konnte. Und der Telespiegel hat, wie gesagt, nur die, also die Arbeit der ja, Betriebe und Kombinate beleuchtet und gezeigt quasi, aber es lief trotzdem unter. Also nicht, was wir so unter Werbefernsehen verstehen, aber es hat schon ja, Berichte gewesen von der Arbeit der Kombinate, wie sie gearbeitet haben, ob sie den Jahresplan erfüllt haben und so weiter. Das halt, es lief offiziell unter dem Duktus Werbefernsehen, auch die Struktur Werbefernsehen, aber es halt vielleicht nicht im klassischen Sinne als Werbefernsehen zu verstehen, sondern mehr so im weitesten Sinne als Propaganda- und Präsentationsplattform für die Arbeit der Betriebe. Was hat er denn gemacht, als dann 75 Schluss war mit dem Telespiegel? Genau, und dann, nach dem Telespiegel, also nach dem Werbefernsehen, macht er weiter beim Fernsehen von 76 bis 1990 quasi bei Beruf im Bild. Beruf im Bild, das war eine eine berufsbildende Sendereihe, in der Jugendlichen ja die verschiedenen Berufe in der DDR ja präsentiert wurden, damit sie halt auch dann, wenn sie von der Schule fertig sind, dann auch dann wählen können, welchen Beruf sie machen können. Und das ist witzigerweise, während Telespiegel, die Filmproduktion beim Telespiegel, also auch überliefert sind, genau, im Deutschen Rundfunkarchiv, gibt es verhältnismäßig mehr Folgen ja von Berufe im Bild. Beim Deutschen Rundfunkarchiv, also sind überliefert im Archiv. Und ja, das ist ganz spannend, dass sie auch da präsentieren sie quasi den Jugendlichen, welche Berufe sie nach Schule ja machen können. Und das ist auch ja teils thematisch strukturiert. Genau, so dann beispielsweise Folgen, die halt auch dann in späteren Jahren, dann wo sie halt bestimmte Themenblöcke schaffen, ja, Berufe in Landwirtschaft und dann werden drei einzelne Berufe vom Landwirt zum Agrarwissenschaftler oder ob andere Sachen aber zusammengefasst. Aber in der Frühphase dieser Berufe im Bild sind halt die Folgen pro Folge, genau, wird ein Beruf vorgestellt und dann auch in der Zeit der, ja, in den 70, 80ern wandelt sich auch dieses Bild langsam, wo halt auch dann, wie gesagt, diese Sammelfolgen gemacht werden, wo halt dann zu einem Thema der Berufe vorgestellt werden. Und vielleicht noch, auch da ist ganz spannend, dass er auch klar, auch da klein, sehr autark und sehr eigenständig arbeitet und auch da zum zentralen Kameramann dieser Redaktion wird. Und das Interessante ist vielleicht, dass das Klein scheidet er dann 1987, verlässt er dann die Sendung, 87, weil er dann in Rente geht, offiziell, und trotzdem arbeitet er dann noch ein bisschen kurz weiter für Beruf im Bild. Und das ist ganz interessant, um vielleicht die Wichtigkeit von Klein oder für die Redaktion zu beleuchten, ist ja, dass halt, als er 87 geht, immer noch kein Nachfolger für ihn gefunden ist. Und deswegen er noch 2-3 Sendungen produzieren muss, bis sein Nachfolger da ist, weil ja Klein durch die Eigenständigkeit quasi, die er mit reingebracht hat und auch, was man auch nicht vergessen darf, ein großer Teil seiner Arbeit, sowohl beim Telespiegel als auch bei Beruf im Bild, ist ja neben der Technik und dem ganzen Know-how, das er mitbringt, ja auch teilweise auch sein Filmarchiv. Der hat ja über die Jahre auch ein immenses Schnittarchiv angesammelt, was wiederum dann auch sowohl beim Telespiegel von 70 bis 75 als auch dann bei Beruf im Bild 96 bis 90 dann auch bereitwillig von den Redaktionen genutzt wird und dann halt sprichwörtlich mit seinem Weggang ein zentraler Pfeiler der Produktion bei Beruf im Bild wegbricht und deswegen auch diese kurze Phase der, ja, wo er noch aushelfen muss auf wieder freischaffender Basis und dann halt, bis halt sein Nachfolger erst da ist. Das habe ich mich nämlich auch gefragt. Also du hattest ja am Anfang mal gesagt, er hat sich dann quasi ein eigenes Studio und Tonstudio eingerichtet mit Schnittplatz und so weiter. Das war ja alles in seinen Privaträumen, also genau. In seiner Wohnung teilweise oder hauptsächlich in seiner Wohnung. Und da waren vermutlich auch die ganzen Schnittrollen oder lagerten die im Sender und er ist dahin und hat da auch geschnitten oder hat er hauptsächlich wirklich aus seiner Wohnung raus alles gemacht?
Also das ist ganz spannend, weil es gibt ja auch dann, also ich habe damals im Zuge dieser ganzen vorbereitenden Arbeit, hat auch damals ein damaliger Mitarbeiter des Filmmuseums hat auch Fotos gemacht von dieser riesen Wohnung, wo halt echt, genau, klein hatte, in, genau, der wohnte in Friedrichshain damals und bis zu seinem Tod wohnte er da. Und das ist ganz spannend, weil die ganze Wohnung war halt, also neben dem Wohnbereich auch eingerichtet quasi auch teilweise als richtiges Studio. Da hatte er einen kleinen Vorführraum, Tonschnittarchiv, also Tonraum zum Schneiden und auch Filmschnittarchiv und auch halt auch einen kleinen Lagerraum für das Filmarchiv, also für die Filmrollen. Und die waren schon auch bei ihm quasi dann auch teilweise gelagert. Und das sind ja wiederum auch teilweise das Filmmaterial, was dann im Filmmuseum Potsdam überliefert ist. Also das wurde dann alles von seiner Wohnung dann ins Filmmuseum Potsdam übergegangen. Und ja, ganz, es ist schon spannend, wenn man die Fotos auch sieht. Leider kann man sie nicht sehen, quasi im Podcast, aber wenn man sieht, mal die Fotos, ist ein wahnsinns kleines Studio eingerichtet hat er sich. Und ja, sehr spannendes Fotomaterial. Hat er sich im besten marxistischen Sinn wirklich die Produktionsmittel in die eigenen vier Wände geholt? Genau, im wahrsten Sinne des Wortes, genau. Ich wollte mal noch ein bisschen auf so ein paar übergreifende Themen eingehen, bevor wir uns gleich mal noch an einem Beispiel angucken werden, wie die Arbeit dann für so einen Film stattgefunden hat. Jetzt nicht für Berufe im Bild, sondern es war ein bisschen davor. Aber bevor wir gleich dazu kommen, habe ich mir noch ein paar Fragen aufgeschrieben. Und ja, ich hoffe mal, du kannst mir die beantworten. Sehr gerne. Eine war, was war denn so dein Eindruck? Ich bin beim Lesen, habe ich mich mehrmals gefragt, und bin auch nie zum Ergebnis gekommen, wie waren denn so die Ambitionen von Klein? Also was hat ihn wirklich angetrieben? War es jetzt wirklich so die technische Seite des Filmemachens? Die künstlerische war es ja nicht, das haben wir ja schon so ein bisschen rausgearbeitet. Ja. War es jetzt die inhaltliche, handwerkliche Herausforderung, was zu machen, was er noch nie gemacht hat? Ich glaube, so eine Formulierung kam mal tatsächlich in seiner, ich nenne es jetzt mal Rechtfertigung, wo er diesen Film für die Hitlerjugend gedreht hat, dass er das damit begründet hat, dass er da viel lernen konnte über das Filmemachen. Aber gab es denn darüber hinaus auch so eine, ja, inhaltliche, idealistische Autorensicht, wo er gesagt hat, das ist mein Antrieb fürs Filmemachen? Ich denke mal, das macht es auch ein bisschen zum Sonderling quasi, dass man vielleicht, also quasi, wie gesagt, ich will eben auch nicht diese künstlerischen ich habe Anspruch, also nicht geben, also er hat ja auch seine, ich habe ein paar Sachen gesehen, die sind auch, also sie sind halt ja Gebrauchsfilme, die gemacht worden sind für einen bestimmten Zweck, wie gesagt, also sie sind halt das nicht künstlerisch überragend und schön und künstlerisch oder ein Kunstwerk, aber sie sind sehr effektiv halt und auch, er hat halt, ich denke mal schon, das halt schon ihn halt nicht dieses künstlerische Autorenmäßige angetrieben hat, schon richtig de facto einfach nur, er hatte einfach wollte einfach nur Filme drehen. Und das ist ja, wie gesagt, was du ja vorhin erwähnt hast, mit diesem Konflikt quasi, genau, mit der HJ damals und auch immer wieder, wenn man es mal auch mit der DDR anwendet, ja immer wieder, dass er sich trotzdem, also am Ende quasi Filme macht und in Kauf nimmt quasi, dass er halt indirekt oder halt quasi immer nur Sprachrohr einer ja politischen Sichtweise ist. Aber ich denke schon, dass halt das Filme machen, also dass er einfach nur seine Leidenschaft dem Filme drehen und Filme machen nachgehen und das hat er auch so immer auch so gemacht und auch realisiert und hat auch nie, glaube ich, auch nie in seinen Tagebüchern auch geschrieben über künstlichen Anspruch. Und das vielleicht noch sehr witzig ist, noch zu erwähnen, ist ja, dass in diesen ganzen 53, 54 Jahren Karriere ja, glaube ich, nur, also zumindest im Tagebuch steht nur ein kleiner Satz, glaube ich, drin oder ein großer Absatz, wo er zum Beispiel, ich weiß nicht genau, wann das war, aber irgendwann mal dem Fernsehen eine, also von sich aus, ohne diesen Auftragcharakter dahinter, dem Fernsehen ein Thema vorschlägt, quasi eine Dokumentationsreihe, die Straßen unserer Republik quasi, also eine Art Dokumentationsreihe über die Straßen in der DDR quasi, über das Leben am Rand der Straße oder halt von den Leuten, die in der Nähe von den Straßen wohnen. Und trotzdem wird es, glaube ich, nie mehr erwähnt, diesen Tagebüchern. Und das ist, glaube ich, der einzige Punkt in den ganzen Tagebüchern, wo halt echt quasi auch dieser, wenn man es mal sagen würde, künstlerische Anspruch hat, ich präsentiere etwas, weil ich etwas interessant finde. Das ist halt, ja, das ist vielleicht das einzige Moment, aber nichtsdestotrotz, das, was er gemacht hat, hat er gut gemacht. Und ich denke mal, das ist
dass er es einfach so effektiv und gut gemacht hat, liegt, glaube ich, auch begründet in seinem Ethos, Arbeitsethos. Das ist halt ein sehr, er hat die Verpflichtung, ich gehe in der Verbindung ein zu einem Auftraggeber und verpflichte mich auch, das gut zu machen. Und das ist vielleicht so auch so ein Punkt, den man auch mal berücksichtigen muss, glaube ich, bei ihm. Was mir eher in den Sinn kam, ist tatsächlich, also er nennt sich ja auch öfter mal so ein Handwerker. Also sein Handwerk ist eben der Film und diese hohe Zahl, die wir am Anfang genannt haben, ist vielleicht auch so ein bisschen das Ziel, was er hatte. Also da psychologisiere ich jetzt vielleicht auch ein bisschen was rein, aber wo ich sage, okay, ihm ging es vielleicht dann eher um die Quantität und die Qualität schon auch. Also er wollte schon gute Arbeit abliefern, aber auch die Entscheidungen, die er getroffen hat, wann er wohin geht, das war ja immer auch damit begründet, hier kann ich mehr Filme machen und kann ich genau diese Filme machen, die ich im Kopf habe, sondern es war dann immer auch so eine Quantitätssache. Genau, das ist halt ja sehr pragmatisch gedacht hat. Er das halt die Möglichkeiten, die sie ihm baten, hat er halt immer so bewertet, halt, wo kann ich, wie gesagt, halt vielleicht nicht, also die Filme drehen und auch das realisieren, was ich mir vorgenommen hatte. Das hat schon diese Triebfeder, dieser rote Faden, der auch durch sein Leben zielt. Und ich denke mal schon, das ist halt auch, die Anzahl, das ist schon so ein Stolz, den er dann auch dann in seinen Tagebüchern auch ein bisschen präsentiert, wissen so dieses, also nicht Stolz, aber einfach nur, dass er halt am Ende auch für sich realisiert, was er dann auch gemacht hat, was für eine immense Werke auch geschaffen hat, wie stark oder wenig es auch wahrgenommen wurde. Aber für ihn war das halt schon ein Ausdruck seiner Leidenschaft und seines Ziels. Ich habe mir hier mal noch so ein Dreieck aufgemalt bzw. aufgeschrieben, worin sich wahrscheinlich sein Arbeiten so bewegt hat. Das ist Leidenschaft, Gewissen und Einkommen, habe ich mir mal so aufgemalt. Und ich glaube, es war dann eher so in den Ecken zwischen, also Einkommen und Leidenschaft, Gewissen ein bisschen weniger. Aber also das habe ich für mich mal so aufgemalt hier beim Lesen, wo ich dachte, okay, daran hat er es wahrscheinlich immer so ein bisschen bemessen. Also kann ich meiner Leidenschaft nachgehen, Filme zu machen? Kann ich davon mein Einkommen bezahlen? Und gewissen Moral blende ich erstmal aus, beziehungsweise Politik, wie er es dann nannte, denke ich mal. Ja, das stimmt schon. Ja, das trifft ganz gut eigentlich, muss ich sagen. Das hat schon viel Pragmatismus bei ihm ist. Das muss man echt durchaus sagen. Also das ist halt, und trotzdem diese Balance zwischen Arbeit und Leidenschaft zu realisieren, das ist halt, ja, trifft es ganz gut. Und eine Sache ist mir noch aufgefallen, in diesen ganzen Arbeitskontexten, es ist schon sehr männerlastig gewesen. Also ich würde sagen, ausschließlich männerlastig, also zumindest in seinen Arbeitskollektiven und die Ansprechpartner, die er hatte. Manche Passagen bin ich drüber weggeflogen beim Lesen, aber viele Frauennamen sind mir nicht untergekommen im Berufskontext. Nee, definitiv. Also es war eine sehr, sehr männerlastiges, also sag mal, es gab in diesen ganzen, es gab ja nicht nur ihn als Freischaff, es gab auch da einzelne Frauen, aber im Großen und Ganzen, die Männer waren in Überzahl. Es waren also de facto Filmschaffende. Also ich habe es auch dementsprechend oder Freischaffende, ich habe deswegen auch bewusst die männliche Form benutzt, weil es halt de facto zu 90% alles Männer waren. Und es natürlich auch da haben Frauen mitgearbeitet, zum Beispiel bei Klein selber hat auch seine erste Ehefrau hat auch mitgearbeitet bei den Produktionen. Teilweise bei Produktionsarbeiten, aber im Großen und Ganzen war das halt definitiv eine sehr männerlastiges Tätigkeit. Zum Abschluss wollen wir uns mal noch exemplarisch eine Filmarbeit von Horst Klein angucken. Das ist ein Film, den er gemacht hat in der Frühphase, ich glaube 1954. Ich hatte es vorhin mal erwähnt, da hat er begonnen für Institutionen zu arbeiten. Das war so eine kurze Phase. Bevor dann die Arbeit fürs Fernsehen ja doch den größten Teil seiner Zeit in Anspruch genommen hat. Und da hat er eben war natürlich alles staatliche Organisationen, für Organisationen gearbeitet. Und ja, was ist denn für ein Film, den wir uns rausgesucht haben für die Besprechung? Ja, wir haben uns Lernende schaffende Jugend von 1954 rausgesucht. Das ist, den hat Klein, wie gesagt, 54 genau für die Abteilung Berufsausbildung des Zentralrats der FDJ, also der Freien Deutschen Jugend, gedreht. Und genau im Rahmen dieser ganzen Doktorarbeit, also da ich ja parallel beim Filmmuseum auch gearbeitet habe und auch dank des Filmmuseums Potsdam, die mir auch finanziell unterstützt, konnten wir diesen Film digitalisieren und rekonstruieren. Das ist ganz spannend, weil ja, wie gesagt, die Tagebücher sind ja ein zentrales
Punkt und Quelle, um zu dokumentieren, um herauszufinden, wie er gearbeitet hat und dass nochmal diese Tagebücher auch die Basis sind, um halt auch zu gucken, ja, um halt auch dann an Fallbeispielen zu rekonstruieren, wie die Produktionskontexte waren. Und wie das ganz Spannende bei diesem Film ist, dass halt, also im Filmmuseum Potsdam liegen zwei Versionen vor, also zwei Filmrollen, die jedoch also nicht die gleiche Länge haben. Die eine, also es gibt eine, die ist 10 Minuten kürzer, die andere ist 10 Minuten länger. Und es gibt auch ein Tonband, also Magnettonband, was halt der Ton von dem Film ist, dass man anhand der Unterlagen von Klein der längeren Version, also einer dieser Versionen zuordnen kann. Und dann konnte man quasi anhand der Tagebücher die Versionsgeschichten von diesem Film quasi rekonstruieren. Und ich kann mal da anfangen. Also Bevor du anfängst, lass uns doch mal ganz kurz reinhören in diesen Film. Wir dürfen nämlich das Audio verwenden vom Filmmuseum Potsdam aus. Der Film geht 15 Minuten. Wir spielen jetzt gleich mal kurz den Anfang ein und vielleicht noch mal 2, 3 Stellen hinten dran, damit man so einen Eindruck bekommt, worum es in dem Film geht. Man sieht leider nicht die Bilder dazu. Ich weiß gar nicht, ist der digital irgendwo abrufbar oder der ist im Filmmuseum wahrscheinlich sichtbar? Ja, genau, liegt im Filmmuseum Potsdam vor. Genau, und wir hören mal kurz rein, damit man mal so das Thema so ein bisschen einordnen kann. Eingebettet in die Hainleite und Windleite liegt in malerischer Schönheit das kleine Musikstädtchen Sondershausen in Thüringen. Aus vielen Orten des Kreisgebietes kommen die Schüler, um die Berufsschule in Sondershausen zu besuchen. Im Geschichtskabinett verschaffen sich die Schüler Klarheit über die Stärke des Weltfriedenslagers und lernen die Feinde der Jugend sowie der gesamten friedliebenden Menschheit kennen und hassen. Hier unterweist der Tischlermeister Schweikert seine Lehrlinge bei der Bearbeitung einer Tür. Auch zwischen ihm und dem Fachlehrer der Berufsschule besteht ein enger Kontakt. Alle Lehrlinge und Berufsgruppen haben in engster Zusammenarbeit mit ihren Handwerksmeistern in liebevoller Kleinarbeit dazu beigetragen, der Öffentlichkeit einen Einblick in den Leistungsstand unserer Berufsschüler zu vermitteln. Fröhlichkeit und Stimmung gibt Kraft für den morgigen Tag, für neue und große Aufgaben. So, haben wir mal kurz in den Film reingehört. Kriegt so den Eindruck, es geht so drum um die Berufsschule dort, wie ja sich die Jugendlichen da vorbereiten. Ist natürlich alles sehr ideologisch geprägt und ja, aber von den Bildern, die man da sieht, ist es auch sehr aufwendig produziert, musste ich sagen, beim Sehen. Also es ging über einen längeren Zeitraum. Kannst du ja gleich noch was dazu sagen, in welchem Zeitraum das gedreht wurde. Aber es sind wirklich viele verschiedene Einstellungen von den verschiedenen Berufen, von der Vorbereitung für dieses Fest, was wir gerade noch so ein bisschen gehört haben. Ein Wandertag wird dann auch nochmal gezeigt. Also es sind wirklich verschiedene Orte, verschiedene Zeiten. Auch ein paar wiederkehrende Personen erkennt man, also der eine Berufsschullehrer, der taucht dann mehrmals auf. Ja. Um mal so einen Eindruck zu bekommen von dem Film. Und ja, erzähl doch mal, wie dieser Film entstanden ist. Ja, wie gesagt, also Dreharbeiten für diesen Film fanden ja vom 31. März bis circa Juli 1954 in Sondershausen in Thüringen statt. Und vielleicht noch, weil du gerade erwähnt hast, das ist ja sehr aufwendig. Und das ganz Spannende ist ja, dass gerade das einer dieser ersten Beispiel ist, wo auch Klein schon in einem kleinen Kollektiv arbeitet, aber das Kollektiv sind eigentlich dato nur 2 Personen, also dass sie halt
die zwei Personen schon diese aufwendige Dreharbeiten auch selbst ja so realisiert haben, also auch ohne Probleme realisiert haben. Und das ist auch bemerkenswert. Und das ist, wie du schon sagst, also da tauchen sehr auf, also sehr viele Themen und ja, Bilder auf, die halt auch noch viel Vorbereitung brauchen. Und trotzdem haben wir es auch geschafft, zu zweit diesen Film zu realisieren. Das ist auch so eine Stärke quasi von auch klein, dass er auch wenig Aufwand, also relativ sehr effektiv gearbeitet hat und trotzdem weniger Ressourcen auch solche Sachen produziert hat. Was lässt sich denn jetzt aus seinen Tagebüchern herauslesen über die Produktion des Films? Also ich erinnere mich an eine Formulierung ganz am Anfang, wo er gesagt hat, er hat eben seinen Kollegen da nach Sondershausen geschickt und er hat dort sehr günstige Produktionsbedingungen vorgefunden. Genau, und wie geht es denn dann weiter? Also was lässt sich denn aus jetzt dem Nachlass herauslesen, wie dieser Film entstanden ist und ja, wie es auch zu diesen zwei Versionen kam? Genau, also die habe ich schon erwähnt, also die Tagebücher sind so eine Grundlage, um auch diese Fallbeispiele zu beschreiben, um halt herauszufinden, wie Klein in verschiedenen Phasen gearbeitet hat. Und wie gesagt, und dann gibt es halt im Filmmuseum Potsdam liegen zwei Filmrollen vor, also zwei Versionen, würde ich dazu sagen mal. Dann hat die eine ist ein bisschen kürzer, die andere ist ein bisschen länger. Und zu einer dieser Versionen lässt sich anhand der Unterlagen, also der Filmliste, die auch Klein angelegt hat, teilweise zu manchen Filmen, und die überliefert ist im Nachlass, könnte man also das Tonband zuordnen. Und das ganz Spannende ist ja halt, dass halt, dass man durch diese Tagebücher auch, also nicht nur die Dreharbeiten an sich dokumentieren kann, sondern dass auch die ganze Phase danach quasi, dass halt zum Beispiel, dass die, die Premierenfassung dann 54 dann, also nicht die ist, die halt überliefert ist, und das halt quasi zwischen der Version, die halt auch zur ersten Premiere 54 dann vorgeführt worden ist, dem Zentralrat, gab es dann noch mit drin noch eine andere quasi, die auch, also ja, eine andere Version, und dann quasi diese dritte Version, die ist, wie gesagt, auch vorliegt, überliefert im Filmmuseum überliefert ist und die halt auch auch dann auch vom Original sich unterscheidet, weil Klein ja interessanterweise auch dann auch solche Kommentare in seinen Tagebüchern schreibt, dass halt bestimmte Tonänderungen notwendig waren aus pädagogischen Gründen, beziehungsweise also geht auch nicht auch darauf ein, was genau da ist, aber man kann das halt die Version, die vorliegt, nicht die Original ist, weil zwischen dem Original Premierenfassung und dieser überlieferten Version halt auch Veränderungen vorgenommen worden ist. Und das Interessante vielleicht nochmal, um es, also jetzt jenseits der Tagebücher, ist, dass ich halt bei der Recherche innerhalb der Filmdose von diesen einen Versionen von 55 Filmversionen, die überliefert ist, in der Filmdose von dieser Filmrolle lag der Original-Sprechertext, also der vollständige Text, also der Voice-Over-Text, den man hört, als Text, also 4, 5 Seiten sind da überliefert quasi von diesem Sprechertext, und dann nebendran noch ein kleiner Zettelchen, wo halt eine Tonschnitt, also sprich eine Tonänderung markiert ist. Und dann halt, und wenn man sich den Film auch anhört, quasi auch dann hört man an einer Stelle quasi, dass ein Tonschnitt, also eine Tonänderung vorgenommen worden ist. Und das ist so das Spannende, dass man anhand von dem Film auch, also von den Quellen auch anhand dann diese Veränderung auch im Film wiederfinden kann. Und wenn man das dann noch weiterspinnt, nochmal geht es ja weiter, dass ja nach dieser überlieferten Fassung von 55 es noch mindestens zwei, drei andere Versionen dieses Films ja gegeben haben muss, weil Klein im Verlauf der Tagebücher auch nochmal spricht, es gab noch eine dritte Version, noch eine dritte Synchronisation, also und so weiter. Also kurz gesagt, man kann, um das Beispiel zu nennen, halt, man kann anhand der Tagebücher auch richtige Diversionsgeschichten von Filmen, sofern sie überliefert sind, auch nachvollziehen. Und es ist ganz spannend, dass auch da sich dann auch dann viel zeigt über die Arbeitsweisen und das halt, um vielleicht den Bogen zu spannen, zum Fernsehen zum Beispiel, ist halt, dass halt im Filmmuseum im Nachlass gibt es auch von dieser Beruf im Bildreihe auch ein, zwei oder mehrere Filme, die auch als vollständige Filme gelistet sind, aber vor dem nicht klar ist, ob das dann die endgültige Fassung ist, die auch gesendet worden ist, oder halt auch so eine Zwischenfassung. Und das ist halt eben auch das Schwierige, wenn man mit so einem Bestand auch arbeitet, dass man halt immer diesen Parallel machen muss zwischen der Quellenlage, also Tagebüchern in dem Fall, und den effektiven Filmen. Und das ist halt auch das Spannende, was auch immer so ein dauerspannenden Forschungsprozess auch ist. Ich stelle mir gerade vor, das ist natürlich auch spannend für so eine
Freigabe- und Zensurverfolgung. Also was hat diese Änderung ausgelöst? Wer hat die ausgelöst? Also ich weiß jetzt nicht, ob man da noch an anderen Stellen nachforschen könnte, ob es da gerade beim beim Kultusministerium oder beim Zentralrat da eben noch Aufzeichnungen gab, dass dann ein Film von Horst Klein eingereicht wurde und was dann für Änderungen notwendig wurden. Aber allein die Tatsache, dass welche angeordnet sind, könnte ja so eine weitere Forschung anregen. Genau, definitiv. Und ich denke mal, das Fallbeispiel ist auch das Tatsache, dass halt da diese Passage in dem Tagebuch, wo er schreibt, diese Änderung aus pädagogischen Gründen ist notwendig geworden und dann deswegen machen wir es, ist auch ganz spannend, weil das dann auch nochmal verdeutlicht, wie Klein auch mit den Arbeitgebern halt auch wieder sein Verständnis von Arbeit auch war, dass er halt super, wie gesagt, super selten kommentiert hat, kommentierte über politische Entscheidungen, dass er halt schon seine Arbeit einfach gemacht hat und dann auch nie geschrieben hat, was genau da geändert worden ist. Man kann es ja, wie gesagt, anhand des Films nachvollziehen und auch rekonstruieren, aber er kommentiert es ja auch nie, diese Arbeit, diese Änderung, diese Änderungswünsche. Vielleicht können wir nochmal in die Stelle kurz reinhören. Welche Stelle ist das? Kannst du die kurz beschreiben, was man da hören wird, wenn wir es gleich einspielen? Man hört quasi an der Tonlage, also inhaltlich ist es wahrscheinlich, wenn man keinen Vergleich, oder man kann anhand des Textes ja vergleichen, was dann da ist, was nicht, aber der entscheidende Punkt ist halt, dass wenn man genau hinhört, hört man an dieser Stelle eine Art Tonsprung, wo sich auch die Tonlage der Sprecherin ändert und dann auch klar wird, dass genau da der Schnitt vorgenommen wurde. Dann hören wir da nochmal kurz rein. Die Durchführung von Milchproben hilft den Freunden auf wissenschaftlicher Grundlage, die Arbeit im Club junger Agronomen zu verbessern. Sieht es nicht wie ein Schmuckkästchen aus? Dieses Modell eines Einfamilienhauses wird im Maßstab 1:5 auf dem Schulgrundstück gebaut. Der Erlös der zur Verarbeitung kommenden Aufbausteine pro Stück 10 Pfennig wird dem Nationalen Aufbauwerk zur Verfügung gestellt. So, das war die Stelle, die du gemeint hattest. Ne? Also da hört man dann schon, dass hier die Sprecherin offensichtlich nicht im gleichen Take aufgenommen hat. Genau, das ist, also wie gesagt, das sind so diese kleinen Hints und Spuren, die man auch dann nutzen kann. Und dann, weil ich weiß gar nicht mehr, wie ich damals auch gekommen bin und dann irgendwie, weil es ganz witzig ist, ja beim Digitalisieren, auch nochmal vielleicht auch da nochmal Klammer auf, ist halt, dass beim Digitalisieren und dann beim Schneiden quasi im digitalen Programm des Films ist aufgefallen, dass das Filmband nicht genau lange, die gleiche Länge hatte, wie das Tonband hatte. Und dann quasi haben wir ein bisschen rumüberlegt, der Kollege von mir, und dann haben wir gesagt, okay, da haben wir halt gemerkt, dass das Tonband mit einer anderen Geschwindigkeit aufgenommen worden ist als die Filmkamera, weil in der Regel war es ja meistens so, dass das Tonbandgerät auch an die Kamera angeschlossen war, um die Synchronizität, also das Synchron, Ton und Bild synchron zu halten, und es in dem Fall das nicht war. Und auch da wieder dann, wenn man genau hinschaut, findet man auch da wieder Hinweise in den Tagebüchern, dass kurz davor die Kamera technische Probleme hatte und deswegen für den Dreh eine andere Kamera benutzt worden ist und deswegen diese Synchronizität nicht gewährleistet worden ist. Und deswegen auch da, man findet nicht nur die Produktionskontexte, sondern auch die Umstände, die Probleme auch in dem Film wieder. Und wir sprechen jetzt nicht von dem Voice-Over-Tonband, sondern von dem Umgebungston, der da quasi mit aufgenommen wurde. Genau, also und beides gerade auch. Also Ton an sich, das wurde immer synchronisiert, aber ja, du hast recht mit dem Umgebungston. Also lässt sich ganz viel Spannendes da rauslesen und gibt es denn jetzt von deiner Seite aus Planungen, da noch weiterzuarbeiten, oder übergibst du das jetzt quasi der nächsten Generation von Forschern, oder sagst du, dass da willst du dich jetzt noch weiter mit beschäftigen, mit dem Werk von Horst Klein, was sich da noch rauslesen lässt? Also ich denke mal, also das ist schon, also man könnte, wie gesagt, ich habe ja gesagt, dass man könnte noch 1000 Sachen da weiterverfolgen. Zum Beispiel ist noch ein spannendes Thema, was man noch machen könnte, wäre halt diese Zeit vor der DDR, die NS-Zeit und die nationalsozialistische Zeit und die Amateurfilmzeit, obwohl auch da die Schwierigkeit ist, desto mehr in der Vergangenheit, desto schwieriger wird auch die Dokumentation mit den Akten. Zum Beispiel, ich habe auch recherchiert nochmal im Vorfeld zu Akten über diese Amateurfilmgruppe, auch da habe ich leider nichts gefunden. Aber im Großen und Ganzen kann ich sagen, ich habe damit schon großen Übersicht über dieses
umfassende Lebenswerke gegeben. Und ich denke mal, man kann durchaus noch weiter Sachen verfolgen, aber ich glaube, ich habe damals mal jetzt so einen geschlossenen Rahmen geschaffen über das Werk von Horst Klein und bin eigentlich ganz sehr zufrieden mit der Arbeit, ja. Dann haben wir hoffentlich mit der Folge auch einen geschlossenen Rahmen geschaffen, indem wir uns mit dem Leben von Horst Klein ein bisschen beschäftigt haben, mit einer Arbeit darüber und dem, was man darüber über die Filmproduktion in der DDR lernen konnte. Wir verlinken auf jeden Fall noch auf deine Webseite www.dennisbassaldella.de. Was findet man dort, beziehungsweise wo kann man noch mehr von dir erfahren? Also es gibt einerseits das Buch natürlich, das man kaufen kann. Was gibt es denn sonst noch so von dir? Ja, okay, meine Webseite ist ein bisschen so, so eine Art Portfolio, wo ich halt auch präsentiere, was ich mache und auch dann halt auch dann meine Forschungsinteressen, auch den so DDR-Film Forschungsschwerpunkt auch präsentieren, auch die anderen Projekte, die ich gemacht habe, also jetzt nicht zum DDR-Film, und noch andere Projekte, die ich nebenbei realisiert habe. Und auch, dann verlinke ich auf jeden Fall auch zum Beispiel auch die ganzen Texte, die ich schon geschrieben habe, zu wissenschaftlichen Themen und auch vielleicht noch, wenn es interessiert, finde auch noch an einer Unterseite mit meinen ehemaligen Filmkritik-Seiten. Das war ja so eine kurze Phase, wo ich als Filmkritiker gearbeitet habe, vor dem wissenschaftlichen Schwerpunkt und dann vor diesem großen DDR-Schwerpunkt. Das heißt, gibt es schon ein Thema, mit dem du dich in Zukunft beschäftigen möchtest? Also auch da, ich finde, ich habe auch letztens drüber nachgedacht, was ich ein bisschen so mal. Also ich habe jetzt, wie gesagt, schon erwähnt, ich habe ja schon zu Beginn diese Arbeit über Karl-Heinz Straßburg und dann jetzt über Horst Klein. Und ich denke mal, was mich sehr fasziniert, ist immer diese persönlichen Geschichten hinter, also die Geschichten im Plural hinter der Geschichte, diese persönlichen Geschichten. Und das war ja auch, habe ich auch in dieser Arbeit nochmal mit Horst Klein nochmal machen können. Und ich werde schon gern diesen Fokus über die Geschichten hinter der Geschichte weiterverfolgen und würde mich gerne weiterhin mit dem DDR-Film und DDR-Fernsehen befassen und mal gucken, was sich da noch findet an interessanten Geschichten. Aber auch ich bin auch interessiert an einem anderen Thema, ist gerade die Weimarer Kino, wo ich gerne über einen jüdischen Filmproduzenten etwas machen wollen würde, zu dem es halt auch noch relativ sehr, sehr wenig Literatur gibt und auch eine sehr spannende Lebensgeschichte dahinter steckt. Das klingt beides faszinierend. Ich bin natürlich hauptsächlich interessiert, wenn du noch mal was zur DDR machst, dann dass wir uns hier gerne wiederhören können. Aber, sehr, sehr gerne. Aber das andere Thema klingt auch sehr, sehr spannend. Und ich finde es eine sehr schönes Forschungsgebiet auf jeden Fall. Ein sehr spannendes und wahrscheinlich auch noch ein sehr unbearbeitetes in vielerlei Hinsicht, wie wir jetzt gerade bei Horst Klein auch gemerkt haben. Ja, definitiv. Und ich werde auch weiterhin noch das DDR, ob es im Amateurfilm oder Freischaffende oder sonst DDR-Film, wird mir auch weiterhin noch ein Schwerpunkt sein meiner Arbeit. Und deswegen, gerne, wenn wir uns hier wieder treffen, sehr, sehr gerne. Dann danke ich dir für deinen Besuch. Wir verlinken alles. Wir verlinken das Filmmuseum Potsdam und wir verlinken das Buch. Vielen Dank, Dennis, dass du da warst. Jetzt seit, mit diesem Jahr mit Doktorwürde, oder war es letztes Jahr schon? Nee, es war also offiziell Doktorwürde seit diesem Jahr. Genau, dann verabschiede ich Dr. Dennis Bassaldella. Bis zum nächsten Mal in diesem Rahmen. Danke dir für deinen Besuch. Ja, vielen Dank fürs Zuhören und die Möglichkeit, hier in dem Podcast meine Arbeit vorzustellen. Sehr gern. Mach's gut. Tschüss. Ciao. Und das war die 95. Folge von Staatsbürgerkunde. Ich bedanke mich für eure Zeit und bei Dr. Dennis Bassaldella für seinen Besuch. Den Link zur Website von Dennis und seinem Buch Ein Leben für den Film findet ihr in den Shownotes. Danke auch an das Filmmuseum in Potsdam, das uns erlaubt hat, die Einspieler aus dem Film Lernende, schaffende Jugend zu verwenden. Auch deren Website verlinken wir natürlich. Dank geht ebenfalls an Wolfgang Wörle für Ambient One, den Titeltrack für den Podcast. Danke auch wie immer an Ulrike Kretzmer für das Coverbild zu dieser Episode und das DDR-Museum für seine Unterstützung des Formats. Zum Zeitpunkt der Aufnahme für diese Folge ist es, wie viele Kultureinrichtungen, im Zuge der Corona-Maßnahmen weiterhin geschlossen. Ich verlinke euch aber mal den YouTube-Kanal des Museums. Da könnt ihr euch mit der Videoreihe Frag Dr. Wolle oder Aufzeichnungen von vergangenen Veranstaltungen die Wartezeit auf die nächste Folge etwas verkürzen. Und natürlich auch ein großes Dankeschön an alle Unterstützerinnen und Unterstützer. Für die Zeit seit der Aufnahme zur letzten Folge waren das Bianca, Andi, Grit, Manuel, Christoph, Matthias, Robert, Jens, Anne und Mirko. Vielen Dank an euch alle.
Wenn auch ihr etwas in den Hut werfen möchtet, unter www.staatsbürgerkunde-podcast.de findet ihr alle Infos zu den Möglichkeiten unter dem Link Unterstützen. Und falls euer Podcatcher diese Funktion hat, könnt ihr auch direkt über den entsprechenden Button bei dieser Folge einen Betrag eurer Wahl via PayPal beisteuern. Die nächste Folge ist bereits in Planung. Damit ihr diese und keine weiteren Folgen verpasst, abonniert den Podcast am besten. Die Links und den großen Abonnieren-Knopf findet ihr auf der Website www.staatsbürgerkunde-podcast.de. Bis dahin sind wir immer gespannt auf eure Kommentare zu dieser und anderen Episoden auf der Website. Auch ein Kommentar bei Apple Podcasts hilft uns, sichtbar für neue Hörerinnen und Hörer zu werden und gefunden zu werden. Daher unsere Bitte, wenn ihr uns unterstützen wollt, muss das nicht immer finanziell sein. Empfehlt uns gerne weiter, kommentiert und teilt diese Folge, das hilft ebenso. Ein großes Dankeschön von uns fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge. Tschüss, euer Martin.